So, hallo zusammen. Ich bin Irisa und das hier ist Bloodborne, die Geschichte und Hintergründe. Das ist die 15. Folge und letztes Mal haben wir den Albtraum von Menzies ungefähr bis zur Hälfte erforscht. Wir haben am Ende noch gegen Mikulasch gekämpft und ihn auch besiegt und das große Gehirn von Menzies in einen Abgrund stürzen lassen und dann mit ihm Kontakt aufgenommen. Das könnt ihr euch ja alles nochmal ansehen, wenn es euch so sehr interessiert. Ich mache hier jetzt einfach mal weiter. Ich habe ein kleines Addendum ausnahmsweise mal zur letzten Folge, wo ich vergessen habe, noch was zu sagen. Nämlich zum guten Mikulasch, denn der redet ja in seinem Kampf alles Mögliche sehr verworren klingendes Zeug. Also der redet ja eigentlich in einer Tour während des Kampfes und ich habe versucht, das meiste davon auch abzudecken, aber natürlich. Bei so einer langen Zeit vergisst man dann auch schon wieder die Hälfte, allein während der Kampf stattfindet, schon, was er denn alles gesagt hat. Eine sehr wichtige Sache, die er nämlich sagt, die ich komplett vergessen habe, nochmal hervorzuheben, ist, wenn er stirbt. Wenn man ihn tötet, verschwindet seine Leiche einfach und er schreit: Oh nein, jetzt wache ich auf, ich werde alles vergessen. So wie das eben ist, wenn man träumt. Also er scheint sehr diese Traumdimension mit echten Träumen so gleichzusetzen, dass wenn man aus dem Traum rauskommt, man einfach nicht mehr weiß, was alles in diesem Traum wirklich passiert ist. Klar, im ersten Moment erinnert man sich noch grob dran, aber in kürzester Zeit verschwindet das alles. Da habe ich schon mal drüber geredet, in Folge 2 war das, glaube ich, als wir das allererste Mal ein Zeichen eines starken Jägers bekommen haben, nämlich von Eileen, weil das Zeichen sehr so aussieht. Wie eine Notiz, die man sich schnell niedergekritzelt hat, weil einfach die Theorie im Raum steht, dass gerade Jäger, die an den Traum des Jägers gebunden sind, diese Rune halt besonders deutlich sehen in ihrem eigenen Geist. Ist ja jetzt auch gerade nicht so wichtig, was es mit dieser Rune auf sich hat, aber das unterstreicht nochmal ein bisschen, dass Träume wahrscheinlich trotzdem auch so funktionieren wie echte Träume. Wir wissen zum Beispiel nicht genau, ob wenn jetzt wir als Charakter von dem Traum hier jemals befreit werden oder gelöst werden oder aufwachen, ob unser Charakter sich dann noch erinnern kann, was alles passiert ist. Aber wir haben ja Jura und Aline als Gegenbeispiele, die scheinen sich ja zumindest noch an das Träumen an und für sich zu erinnern. Wie genau sie sich erinnern, ist natürlich eine ganz andere Frage. Andererseits geben die uns auch beide mal das Zeichen eines starken Jägers. Vielleicht haben sie sich was aufgeschrieben, man weiß es nicht genau. So, wir haben jetzt bei Mikulasch aber eben auch die Sache, dass wir ja seine Leiche benutzt haben, um ins Unterrichtsgebäude zu gelangen. Das heißt, wir wissen, dass er eigentlich tot ist. Im Traum selbst hat er aber noch gelebt. Und jetzt haben wir ihn im Traum getötet. Und es ist jetzt nicht so, dass wenn man im Traum stirbt, man auch im echten Leben stirbt oder so. Aber ich denke, wenn man nur noch im Traum lebt und im echten Leben nicht mehr und dann im Traum getötet wird und deswegen aufwacht, ist man wahrscheinlich tot. Wer weiß, vielleicht ist er auch in einer nochmal anderen Dimension gelandet. Das ist ja auch gut möglich. Jedenfalls ist es ein gewisser Präzedenzfall, einfach, dass Leute oder Wesen oder wer auch immer gleichzeitig in der Wachwelt tot sein kann, aber trotzdem in der Traumwelt am Leben. Das gibt natürlich nochmal einen gewissen Unterbau für die Theorien, was jetzt zum Beispiel mit Rom ist, weil wir haben diese Leiche, die wie Rom aussieht, im Altar der Verzweiflung gesehen, aber wir haben Rom selbst ja auch bekämpft am Mondscheinsee. Aber der Mondscheinsee ist ja auch nur eine Traumwelt, deswegen wäre es gut möglich, dass Rom genauso nur noch in dieser Traumwelt lebt. Das macht natürlich alles, was in den Kelchverliesen passiert, nochmal eine ganze Ecke unzuverlässiger. Oder eher, das gibt nochmal ein neues Bild darauf, warum in den Kelchverliesen so extrem viel los ist, obwohl die ja direkt unter der Stadt Yharnam sind. Das müsste ja einer merken. Dass eben diese Traumversion der Kelchverliese einfach sehr bewohnt ist, die echten Kelchverliese aber vielleicht nicht. So, wie dem auch sei, ich lege jetzt einfach mal los. Wir haben noch ein paar Echos. Da werde ich wahrscheinlich mal ein bisschen leveln. Willkommen. Was wünschst du? Nun gut, lasst mich. Okay, es reicht für ein Level. Und ein bisschen. Das ist doch nett. Okay, dann haben wir das mit dem Arkan ja wirklich schon fast geschafft. Lebt wohl, möget ihr. Dann kann ich ab dann ja auch andere Sachen leveln. Ich gucke gerade mal, ob wir noch ein bisschen Kaltblut haben, damit ich das direkt erledigen kann. Ja. Ist ja perfekt. Willkommen. Nun gut.
So, und damit ist unser Arkanwert erstmal auf seinem vorläufigen Maximum. Ab jetzt werden andere Sachen gelevelt. Das ist doch schön. Geht wohl. Gut, möget ihr euch. Es fällt vielleicht dem einen oder anderen auf, dass ich jetzt schon diesen gewundenen Stock in der Hand habe. Der ist zwar immer noch nicht so gut wie unser Sägespeer. Einfach weil die ordentlichen Steine dafür fehlen, die Blutedelsteine. Ich könnte natürlich einfach die Blutedelsteine vom Sägespeer selbst einsetzen. Aber mir war einfach mal danach, den mal auszurüsten, einfach für das Aussehen des Charakters. Genauso den Rosmarinus, der super schwach ist bei uns, aber es schadet ja erstmal nicht. Ich werde ihn natürlich relativ schnell, und zwar genau jetzt, durch den Flammensprüher ersetzen. Wobei, ist eigentlich egal. Ich behalte den Rosmarinus. Wir benutzen eh keins von beiden. So, ich werde jetzt, wie angekündigt, gar nicht in den Traum von Menses zurückkehren, sondern wir gehen erstmal in den Kathedralenbezirk zurück. Da haben wir jetzt natürlich auch wieder einiges noch zu entdecken. Gerade jetzt, wo Mikolaj getötet ist, was so die letzte Schwelle für eine von den Geschichten von den ganzen Menschen ist, die wir in Jarnum kennengelernt haben. So, das dauert. Na also. So, und man sieht es schon. Ariana ist fort. Aber hier auf der Erde ist eine Blutspur. Ich frage mal die anderen, was sie so davon halten. Die alte Frau ist bereits tot. Da liegt ihre Leiche. Die wurde scheinbar von irgendwas draußen getötet beim Versuch, Betäubungsmittel oder Beruhigungsmittel zu finden. Der misstrauische alte Mann ist tot. Der wurde vom Bettler getötet. Der Bettler ist tot, den habe ich getötet. Adela lebt noch. Als Letzte. Die weint nur. So, um die kümmern wir uns auch später noch. Jetzt gucken wir erstmal hier. Ich schätze mal, der Kapellensamariter sagt auch nichts Neues, aber ich spreche trotzdem mal mit ihm. Oh, gütige Jägerin. Wie ist das passiert? Eine Bestie. Es ist meine Schuld, ihr Götter. Okay, seit der misstrauische alte Mann von dem Bettler getötet wurde, sagt der nichts anderes mehr. Aber der hätte, glaube ich, sowieso keinen neuen Dialog. So, also, jetzt gucken wir mal, hier saß normalerweise Ariana. Und hier ist eine riesige Blutspur. Aber es ist nicht eine Spur, als wäre sie geschleift worden, sondern es sind immer wieder einzelne Pfützen. So, die führen hier runter, da folge ich der doch einfach mal. Weil da wird ja offensichtlich sein, was auch immer mit ihr passiert ist. So, hier unten an dieses Büro erinnern sich bestimmt einige noch, aber das ist jetzt gerade nicht wichtig, hier gehen wir einfach durch. Und jetzt kriegen wir Einsicht. Und da sitzt sie und weint, neben einem seltsamen Tier. Das Tier sieht aus wie die himmlischen Kinder im oberen Kathedralenviertel, die so ähnlich aussahen wie Ebrietas. Nur ist es noch kleiner und es ist noch blutig und es ist noch ganz zart. Also offensichtlich noch sehr frisch. Und was sagt sie? Das kann nicht sein. Das ist ein Albtraum. So, der scheint sehr gut zu gehen damit. Sie weint ja nicht einfach nur, sondern sie bricht ja richtig in dieses fast hysterische Lachen aus. Und sagt ja auch, das kann nicht sein. Also sie war ja relativ offensichtlich, das haben ja auch schon Leute, im Chat mal vorgeschlagen, dass sie womöglich einfach schwanger war. Und jetzt ist sie es offensichtlich nicht mehr. Das erklärt auch ein bisschen, warum dieses ganze Blut da war. Sie hat scheinbar gerade dieses Wesen geboren. Dieses Wesen, was ja offensichtlich kein Mensch ist, sondern viel näher an, ja, ich sag jetzt mal, an Ebrietas dran ist oder zumindest an diesen großartigen Wesen oder an den Verwandten, was auch immer.
Aber die Art und Weise, wie sie sagt, das kann nicht sein. Ich guck mal, ob sie es nochmal sagt. Nein. Klingt sehr sich dessen bewusst, was gerade passiert ist. Also im Sinne von, sie ist nicht einfach nur verwirrt, was ist das für ein komisches Vieh, sondern so, sie scheint sehr zu wissen, ja, das ist dieses Vieh. Das ist dieses Vieh und sie, ich glaube, sie weiß ganz genau, was das für ein Vieh ist, was es damit auf sich hat. Bevor wir da jetzt aber viel machen können, das Wesen macht die ganze Zeit nur diese quietschenden Geräusche, sie selbst weint einfach nur. Ich werde das Wesen jetzt einfach töten, weil das muss man machen. Das Blöde ist, also dass ihr euch nicht wundert, sie stirbt dabei nahezu immer auch. Nicht, weil man sie aus Versehen schlagen würde, sondern weil es so gedacht ist. Wenn man das Wesen tötet, stirbt sie auch. Es gibt Bugs, dass das nicht passiert, aber das sind wie gesagt einfach nur Bugs. Deswegen, falls sie jetzt noch überlebt, muss ich sie leider auch töten. Ja, da sieht man es. Schaden verursacht habe ich nur an dem Vieh, aber gestorben ist sie trotzdem auch. Ich nehme erstmal das, was sie fallen lassen hat. Arianas Schuhe. Die Schuhe von Arianna, einer Dirne im Kathedralenbezirk. Unschuldig und süß, anders als ihre Besitzerin. Und was das Wesen hat fallen lassen, das Seepferdchen, ein Drittel einer Nabelschnur. Haben wir doch jetzt schon ein paar gefunden. So, da muss ich mal eben schauen. Genau wie die anderen Drittel auch, hat dieses hier den gleichen Icon, aber eine komplett andere Beschreibung. So, das ist die, die wir von ihr gefunden haben. Die hier haben wir in der Werkstatt gefunden. Die hier haben wir bei der falschen Josefka gefunden. Und diese hier. Ein Drittel einer Nabelschnur. Großartiges Relikt, das als Schnur des Auges bekannt ist. Jeder Großartige hat als Kind diesen Vorläufer der Nabelschnur. Jeder Großartige verliert sein Kind und sehnt sich nach einem Ersatz. Öden, der formlose Großartige, ist da keine Ausnahme. Es war verdorbenes Blut, das zu dieser unheimlichen Liaison führte. Nutze sie, um Einsicht und angeblich innere Augen zu erhalten, obwohl sich niemand erinnern kann, welche Folgen dies hat. Der mittlere Absatz ist bei jeder Nabelschnur verschieden. Bei der hier ist sogar komplett alles verschieden, außer der erste. Das gibt immer einen sehr guten Hinweis, um welchen Großartigen es sich hier dreht. Das heißt nicht, dass jede Nabelschnur konkret einem Großartigen zugeordnet werden kann, aber viele Nabelschnüre können spezifischen, oder was heißt viele, es gibt 4 Stück davon und davon können mindestens 2 spezifisch zugeordnet werden. Naja, eigentlich sogar 3. Diese hier kann man also eindeutig Öden zuordnen. Jeder Großartige hat als Kind diesen Vorläufer der Nabelschnur. Wir haben das jetzt gerade von diesem Kind bekommen. Und es steht bei der Nabelschnur dabei, dass Öden... Also jeder Großartige verliert sein Kind und sehnt sich nach einem Ersatz. Öden, der formlose Großartige, ist da keine Ausnahme. Es ist ein sehr offensichtlicher Hinweis darauf, dass das ein Kind jetzt von Öden ist. Von dem großartigen Öden, der formlos ist. Wir wissen ja, wir befinden uns auch in der Ödenkapelle. Wir haben den Namen Öden jetzt schon mehrmals gehört. Wir haben eine Rune, die sich auf ihn bezieht und so weiter. Es war verdorbenes Blut, das zu dieser unheimlichen Liaison führte, ist brennend interessant, weil wir ja, also ich habe es bisher vermieden, darüber zu reden, aber jetzt ist natürlich der Zeitpunkt. Arianna trägt ja nicht umsonst die Kleidung, die sie trägt und sieht nicht umsonst aus, wie sie aussieht. Ich ziehe ihre Kleidung einfach gerade mal an, weil wir sind, dann sind wir dabei. So läuft sie herum. Das ist genau die Kleidung, die sie trägt. Die Schuhe haben wir ja gerade schon gehabt. Reden davon, dass sie unschuldig und süß sind, anders als ihre Besitzerin. Wir wissen ja, dass Arianna eine Dame der Nacht ist, eine Dirne. Das Nobelkleid aber wird von den Adligen des alten Stammbaums getragen, der bis zum verlassenen Schloss Cainhurst reicht. Wir haben unsere Version des Kleides tatsächlich in Cainhurst gefunden, aber Arianna trägt es. Sie ist eine Dame der Nacht. Sie hat womöglich keine echte Bindung zu irgendwelchen Menschen hier in Yharnam. Also ihr Nachbar, der misstrauische alte Mann, scheint sie ja zu hassen. Es wäre gut möglich, oder es ist eigentlich sogar sehr naheliegend, dass Arianna selbst aus Cainhurst stammt und vielleicht von dort geflohen ist, als die Henker dort eingefallen sind und alle umgebracht haben. Vielleicht auch schon früher. Und dieses verdorbene Blut, von dem die Rede ist, das erinnert mich natürlich sofort an die Ekelblüte.
weil wir haben ja gerade im Zusammenhang mit Kanehurst sehr, sehr viel über all diese Sachen, über Ekelblut und verdorbenes Blut gehört. Königin Annalise selbst hat ja, glaube ich, von ihrem Blut als verdorbenes Blut geredet. Ich schaue gerade, ob wir nochmal solche... diese Teile haben, die wir bei ihr abgeben hätten können, aber scheinbar haben wir davon gar keins mehr. Also man kann ja bei Königin Annalise diese Blutsamen abgeben, aber die habe ich jetzt mittlerweile alle ausgegeben. Also wir hatten ja nur zwei, einen habe ich direkt benutzt, einen habe ich ihr gegeben. Ich ziehe mal wieder andere Kleidung an, das irritiert mich total. Königin Annalise hat ja eben auch sehr viel von diesem verdorbenen Blut geredet. Die Ekelblüter machen da ja keinen Hehl draus, dass sie die mit dem verdorbenen Blut sind. Die nennen sich ja selbst die Ekelblüter. Das macht man ja nicht, wenn man denkt, man hätte irgendwie reines Blut. Die scheinen es sehr zu, selbst sehr, sehr auszuleben, dieses ganze Ding, dass sie eben die Verdorbenen sind. Aber wir wissen von Königin Annalise ja eben auch sehr diese ganze Sache, dass sie dieses Kind des Blutes gebären will. Genau, Possum Girl schreibt auch, dass Königin Annalise sagt, labt euch an meinem verdorbenen Blut. Die steht da sehr dazu. Und die will ja sehr dieses Kind des Blutes gebären oder bekommen. Ich schau mal, ob bei der Rune was dabei stand. Steht hier leider nicht dabei. Aber wir wissen ja davon, also da habe ich ja schon ganz oft von geredet, dass das quasi das Ziel von Königin Annalise zu sein scheint. Dieses Kind des Blutes, was sie bisher aber wohl noch nicht bekommen hat. Arianna hingegen hat jetzt ja scheinbar dieses Kind bekommen, weil das Kind des Blutes womöglich eben das Kind eines Großartigen ist. Warum sonst sollten diese Blutsamen gesucht werden, die dieses Widerhallen der Echos und so weiter, der Erinnerung der Jäger im Blut sind? Das ist ja eine sehr mächtige Form von Blut und wahrscheinlich will ein Großartiger auch nicht einfach irgendeine Frau, sondern eben eine, die sehr mächtig ist, was auch immer. Vielleicht ist ihm aber das auch egal, weil Arianna selbst hat ja keinen Blutsamen zu sich genommen. Vielleicht ist Oeden nicht wichtig, wie mächtig man selber ist, weil eine viel mächtigere Frau als Königin Annalise wird er wahrscheinlich nicht finden, zumindest nicht hier in Yharnam. Aber vielleicht hat er ganz andere Kriterien. Vielleicht mag er, wie sie aussieht, was weiß ich. Ich meine, Oeden ist formlos, das heißt, der existiert nur als Stimme, das wird, glaube ich, in der Rune zu Oeden auch gesagt, in der formloser Oeden-Rune. Der großartige Oeden ist formlos und existiert nur als Stimme. Das spricht schon dafür, dass ihm vielleicht nicht wichtig ist, wie die Leute aussehen. Es ist ihm wahrscheinlich nur wichtig, dass die Leute eben imstande sind, schwanger zu werden, was sie ja scheinbar ist. Weil sie war ja jetzt schwanger. Es gibt aber noch mehr Frauen, die imstande wären, schwanger zu werden. Deswegen ist es auch nicht ganz klar, das ist wahrscheinlich nicht das einzige Kriterium. Man weiß nicht genau, warum Oeden jetzt ausgerechnet Arianna ausgewählt hat. Aber wenn die aus Kanehurst stammt, was sie ganz offensichtlich ja tut, dann ist hier diese ganze Sache mit dem Kind des Blutes ja wahrscheinlich kein Geheimnis. Das ist in Kanehurst ja wahrscheinlich sehr offen ausgelebt. Also die ganzen Diener und so weiter von Kanehurst, die sind ja damit beschäftigt, Leute da anzuschleppen. Und diese Ekelblutkönigin, die ist ja die Ekelblutkönigin, die ja eben diese Blutsamen braucht. Wahrscheinlich ist die sowas wie eine Auserkorne, die dann dieses heilige Kind vom Großartigen erhalten soll und hat es einfach nicht bekommen. Und Arianna, die nicht mal mehr in Kanehurst ist, ist jetzt scheinbar die Auserwählte, die dieses Kind bekommen hat. Das erklärt, warum sie selbst mit so einem "Das kann nicht sein" reagiert hat auf dieses Kind. Sie weiß, was das bedeutet. Sie hat das wahrscheinlich sofort erfasst, als sie das bekommen hat, dass das eben, weil es ja kein menschliches Kind ist und weil es jetzt auch verdammt schnell ging, weil es ist immer noch dieselbe Nacht, ne? Hat sie wahrscheinlich sofort erfasst, was hier eigentlich los ist, was hier passiert. Und deswegen hat sie wahrscheinlich am Ende auch so hysterisch gelacht. Und es hieß ja auch nicht umsonst in dieser Notiz in Bergenworth, dass wenn der rote Mond tief steht, die Großartigen herabsteigen und ein Schoß wird mit einem Kind gesegnet. Und genau das ist ihr passiert. In dem Moment, wo der Blutmond ausgelöst wurde, konnte sie uns kein Blut mehr geben, weil sie einfach schlecht ging. Und das war, weil sie schwanger war. Und jetzt ist das Kind da. Jetzt ist es schon wieder weg, jetzt habe ich es ja getötet. Das ist ein schweres Schicksal für die arme Frau. So. Es gibt auch noch einen Hinweis darauf, auf dieses verdorbene Blut. Das ist ein Gegenstand, den habe ich leider auch schon wieder nicht mehr. Das war nämlich das Blut, was Arianna uns immer gegeben hat. Da stand nämlich am Ende auch der Satz drin, da muss ich kurz nachgucken, Moment. Ein Mitglied der alten Kirche würde wissen, dass ihr Blut genau dem entspricht, was einst verboten war.
Und wir wissen, dass die Kirche die Ekelblüter hasst. Die Kirche hat extra die Henker losgeschickt, um die Ekelblüter zu töten. Das steht bei der Korruption ja auch dabei. Ganz am Ende, doch in den Augen der Kirche sind die korrupten Ketzer und ziehen so den Zorn der Henker auf sich. Das ist dieser komisch falsch formulierte Satz, aber es wird, glaube ich, klar, was damit versucht wird zu sagen. Die Ekelblüter sind eben diese Ketzer und die haben deswegen den Zorn der Henker auf sich gezogen. Die Henker, die dann eben komplett Kanehurst abgeschlachtet haben, bis auf Annalise und scheinbar bis auf Ariana, die wohl geflohen ist. Die Tatsache, dass die Kirche weiß, dass ihr Blut verdorben ist, haben wir tatsächlich im Spiel auch schon gesehen, aber nicht sehr deutlich, weil ich das eben hier mit den ganzen Menschen, die wir treffen, anders gehandhabt habe. Aber Adela hat ja auch immer misstrauisch geschaut, wenn ich mit Ariana geredet habe. Und der gefällt es überhaupt nicht, wenn man Arianas Blut nimmt. Ich habe das in einem anderen Spielstand ausprobiert. Wenn man 3-mal Arianas Blut genommen und auch wirklich genommen hat, dann tötet sie die einfach. Dann tötet Adela Ariana und versteckt sich hier draußen auf dem Platz und attackiert auch einen selbst, sobald man in ihre Nähe kommt. Die kann nichts, die ist keine Jägerin, aber die dreht dann völlig durch und will einen töten. Zum eigenen Schutz, weil sie weiß, dass Ariana dieses verdorbene Blut hat und jetzt sind wir wahrscheinlich auch verdorben. Ist uns hier jetzt natürlich nicht passiert. Da ist eine kleine interessante Sache, wie immer, die Namen der Leute. Weil Ariana und Adela haben natürlich beide Namen auch eine Bedeutung und die sind auch beide ganz offensichtlich sehr bewusst gewählt. Weil Adela bedeutet so viel wie edle Person, anmutige Gestalt, eine Person, bei der adeliges Blut in den Adern fließt. Aber Adela ist ja gar nicht adelig, Adela ist ja eine Nonne. Und Ariana hingegen heißt so viel, also das setzt sich zusammen aus Altgriechisch und zwar aus Ari, das heißt so äußerst, und Hagni, das heißt rein und keusch und unbefleckt und heilig. Also all das, was man jetzt zum Beispiel mit Jungfrau Maria assoziieren würde. Aber wir wissen ja, dass Ariana alles andere als keusch und unbefleckt war. Ich meine, die war eine Dirne. Das war einfach überhaupt nicht, was ihr entspricht. Es wirkt fast so, als wären die Namen von beiden einfach vertauscht. Das sind sie ganz offensichtlich nicht. Aber ich meine, die Dame der Nacht heißt übersetzt die Heilige und Keusche. Die Nonne heißt übersetzt die Adelige. Die Dame der Nacht ist adelig. Die Nonne ist rein und keusch. Es ist ganz bewusst so gewählt, dass die zwei quasi in einer gewissen Konkurrenz zueinander stehen. Es ist quasi so, dass die Bedeutung der Namen genau das Gegenteilige aussagt. Es hat bei Ariana aber noch eine Bedeutung, und zwar auf der Igbo-Sprache, das ist aus Westafrika. Da bedeutet Ariana nämlich der wertvollste Schatz des Vaters und der Mutter. Und das ist ein ganz netter Zusammenhang dazu, dass sie von Öden auserwählt wurde, ihr Kind zu tragen. Ihr Kind des Blutes, was eigentlich Königin Annalise hätte tragen sollen. Und bei Königin Annalise habe ich es ja auch schon mal erzählt, dass, aus was sich ihr Name zusammensetzt. Und ein Teil davon ist, glaube ich, Anna gewesen. Ich habe die Notizen dazu jetzt leider gerade nicht mehr vor mir. Einer der Teile ihrer Namen, habe ich aber auch damals schon erwähnt, ist auch der Name von der Mutter von Jungfrau Maria. Und Königin Annalise ist scheinbar ein Verwandter von Ariana. Also scheinbar ein älterer Verwandter, weil Königin Annalise ist ja scheinbar schon sehr alt, die ist ja unsterblich. Ariana ist ja noch sehr jung. Das heißt natürlich nicht, dass sie die Tochter von Königin Annalise ist, aber sie stammt ja auch aus diesem Adelsgeschlecht und ist eben viel jünger als sie. Also ist sie scheinbar sowas wie eine Nachfahrin von ihr. Das finde ich auch ganz witzig dazu. Das heißt, Annalise ist quasi hier im Bloodborne das, was die Jungfrau Maria für die Christen ist. Außer der Tatsache, dass sie das jetzt hier unten ganz alleine in irgendeinem Keller schaffen musste, weil keiner ihr Obdach gewährt hat. Natürlich doch, hier wurde ihr ja Obdach gewährt. Und die Tatsache, dass ich das Kind jetzt einfach getötet habe. Also, ist jetzt blöd für die arme Ariana, aber dadurch, dass sie dabei auch gestorben ist, habe ich das Gefühl, war das auch nicht wirklich natürlich, was hier abgelaufen ist, weil normalerweise stirbt ja nicht eine Person, nur weil eine andere gerade vor ihr gestorben ist, aber so ist es halt manchmal. Ich laber hier die ganze Zeit rum, also das ist jetzt jedenfalls, was mit Ariana einfach war. Damit ist ihre Geschichte vorbei. Wie ich es erzählt habe, kann es passieren, dass Ariana von Adela getötet wird und dann hätte man halt dieses ganze Zeug nicht gesehen. Adela ist jetzt neben dem Kapellensamariter die einzige, die hier noch lebt in der Kapelle. Und ich habe auch schon angekündigt, dass ich die auch töten werde in der vorherigen Folge. Unter anderem, weil sie eine Rune fallen lässt, für die wir jetzt keinen anderen Ort mehr haben, wo wir sie bekommen können. Wir hätten diese Rune auch von der falschen Josefka bekommen können. Dafür hätte ich sie aber attackieren müssen, bevor der Blutmond
herabgesunken ist und das war es mir nicht wert, weil wir jetzt nach dem Blutmond von Josefka eben ein Drittel einer Nabelschnur bekommen haben. Deswegen attackiere ich Adela einfach jetzt. Wen das stört, der soll wegschauen. Na, die hält zu viel aus dem Moment. So, das war's. Öden Winden. Noch eine Ödenrune. Wir haben ja schon formlose Öden, habe ich ja gerade schon kurz gezeigt. Öden Winden. Eine Carol-Rune, die unmenschliche Laute umschreibt. Winden sieht etwas Schleimiges in der Wärme des Blutes und betrachtet Eingeweideangriffe als eine der dunkleren Jägertechniken. Eingeweideangriffe erneuern Quecksilberkugeln. Menschlich oder nicht, das fließende Blut ist ein unglaubliches Medium und Essenz des formlosen, großartigen Öden. Öden und seine ungewollten Anhänger suchen heimlich das kostbare Blut. Seine ungewollten Anhänger ist eine blöde Übersetzung. Moment. Weil im Englischen heißt es involuntary, also eher unfreiwillig. Weil ungewollte Anhänger klingt jetzt sehr so, als würde man die nicht haben wollen. Als würde man erfahren, oh, die dienen Öden, jagt sie fort, verbrennt sie, was weiß ich. Aber so scheint es nicht zu sein. Es ist eher so, als wären die, ohne es selbst zu wollen, Diener Ödens, ob sie es wissen oder nicht. Also das ist auch im Englischen nicht ganz klar, ob die überhaupt wissen, dass sie Öden dienen oder nicht. Und damit meine ich jetzt eben hier Adela und die angesprochene falsche Josefka, die ja auch dieses Ödenwinden hätte fallen lassen können. Vielleicht tun sie nur aus Versehen Dinge, die dem Willen Ödens entsprechen. Das kann ja auch gut sein. Aber die Tatsache, dass die hier im Zweifelsfall Ariana töten würde, kommt mir dann sehr komisch vor, dass sie Öden dient, wenn Ariana scheinbar gerade erst das Kind von Öden gebärt hat. Also wenn Öden sich Ariana ausgesucht hat, um sein Kind zu tragen, warum sollte es dann ihm dienen, sie zu töten? Verstehe ich ehrlich gesagt selbst nicht. Ich weiß auch nicht genau, was es dann jetzt mit Josefka auf sich hat. Was Öden angeht, der ist sehr, sehr verworren. Also es ist sehr schwierig zu erfassen, was mit Öden ist, was vielleicht daran liegt, dass er formlos ist. Haha. Oder halt daran, dass es sehr wenig Informationen gibt, die sich teilweise, wie wir gerade gesehen haben, zu widersprechen scheinen. Okay, Opossum Girl schlägt vor, dass Öden vielleicht nicht will, dass man ihm dient. Das ist tatsächlich auch eine sehr legitime Theorie. Aus der Seite habe ich es jetzt aber auch noch nie betrachtet. Aber das klingt eigentlich auch nach einer wirklich triftigen Möglichkeit. Also es kann sehr gut sein, dass Öden das gar nicht möchte. Das würde natürlich wieder ein ganz anderes Licht rücken, dass bei Yahagul sehr viele Theorien ja existieren, dass die Menses-Schule versucht hat, Öden einen Körper zu bauen. Was ich ja jetzt persönlich nicht glaube, aber das ist eine Theorie, die sehr weit verbreitet ist, dass der Wiedergeborene quasi dieser Körper ist, den die Menses-Schule für Öden gebaut hat. Und vielleicht will Öden das ja auch nicht. Vielleicht, wenn man formlos ist, will man vielleicht keinen Körper. Wenn man es trotzdem schafft, irgendwelche armen jungen Frauen zu schwängern, weiß ich nicht, ob das dann Sinn macht, sich so einen komischen, widerlichen, aus leichten zusammengestückelten Körper zu holen. Da ist es bestimmt nicht leichter am Ende. So, ich verlaber mich hier gerade ein bisschen. Ich glaube, das war jetzt zu Adela, Ariana und Öden auch erstmal wieder alles. Was natürlich möglich ist, ist, dass der Samariter... Man sieht, wie er sich zusammenkauert, weil ich hier gerade in der Kapelle jetzt Ariana getötet habe. Der Samariter, wenn ich den töten würde, der lässt, glaube ich, die schwächste Version von formloser Öden fallen. Können wir auch nochmal kurz lesen. Der großartige Öden ist formlos und existiert nur als Stimme. Er wird mit dieser Rune symbolisiert. Jene, die sie erlernen, verfügen über mehr Quecksilberkugeln. Menschlich oder nicht, das fließende Blut ist ein unglaubliches Medium und Essenz des formlosen, großartigen Öden. Öden und seine ungewollten Anhänger suchen heimlich das kostbare Blut. Tatsache, hier steht es auch mit den ungewollten Anhängern. Der hier ist nämlich auch einer davon. Er hätte nämlich, wie gesagt, formloser Öden fallen lassen. Aber ich töte ihn jetzt nicht, der tut mir ein bisschen leid. Ich überlege gerade, was jetzt sinnvoll ist. Ja, genau. Wir müssen das mit der Öden jetzt, glaube ich, mal abschließen. Wir werden bestimmt zu einem späteren Zeitpunkt nochmal ausführlich über ihn reden, weil das war nicht das letzte Mal, dass wir von ihm gehört haben. Der wird noch sehr wichtig, wenn auch immer noch sehr undeutlich am Ende. So, ich gehe mal wieder auf den Platz hier. So. Vor dem Hintergrund dieser schönen Amygdala. Und jetzt kümmern wir uns mal um den Download-Content. Ich habe, nachdem wir Vikarin Amelia getötet haben, da habe ich ja dann auch erstmal ewig reden müssen über alles Mögliche, was sie hat fallen lassen. Da gab es nämlich noch was. Moment.
da haben wir danach das hier im Traum des Jägers von ein paar Boten geschenkt bekommen. Das war wahrscheinlich eher, weil es Nacht geworden ist und nicht, weil Vicarin Amelia tot ist. Aber wir haben jedenfalls dieses Auge bekommen. Und da habe ich nur kurz reingeschaut, weil das hier ist für den Download-Content gedacht. Auge des bluttrunkenen Jägers. Auge des bluttrunkenen Jägers. Seine Pupille ist eingefallen und matschig, was die Plage der Bestie ankündigt. Ein Jäger, der sich an Blut ergötzt, soll vom Albtraum befallen sein und in alle Ewigkeit auf endloser Jagd umherwandern. Kein Jäger kann diesem Schicksal entkommen. Das ist jetzt ja schon sehr definitiv formuliert. Das Auge selbst sieht man, wenn man das Intro von Bloodborne anguckt, also nicht das Intro, wenn man ein Spiel startet, sondern wenn man das Spiel selbst startet, kommt so ein kleines Cinematic-Intro, was mit dem Spiel selbst überhaupt nichts zu tun hat, aber wahrscheinlich für Trailer und sowas ist. Und da sieht man auch einen von den Dorfbewohnern, der so einer von diesen Bärtigen, die so halb wie eine Bestie schon aussehen, der solche Augen hat und dann vom Jäger erschossen wird. Also diese Augen, die scheinen wirklich auch schon von Anfang an bei Bloodborne auch so angedacht zu sein. Und Augen sind ja ein großes Thema, und damit meine ich nicht nur die Augen auf der Innenseite, die von Burgenworth erforscht werden, sondern eben auch die ganze Sache, dass sehr viele Jäger, die wir treffen, ihre Augen verdecken. Also wenn die keine kompletten Masken tragen, dann tragen die eben, na gut, in Burgenworth der Master Willem selbst und der ganze Chor, nach seinem Abbild verdecken sich die Augen. Gus Kwan hatte verbundene Augen. Jura hat ein verbundenes Auge. Der Meister Walter hat ein Auge nur. Er trägt so einen komischen Helm auf dem Kopf mit nur einem einzigen Loch für ein Auge. Die meisten Jäger tragen Masken oder... naja gut, die ganzen Henker haben Helme komplett ohne Augenlöcher. Kanehurst hat Helme ohne Augenlöcher. Also Augen sind ein ganz komisches Thema. Die werden sehr, sehr viel verdeckt. Und da ist natürlich die Tatsache, dass sich in den Augen sofort bemerkbar macht, wenn man von der Bestienplage befallen ist, natürlich eine sehr interessante Information. Es kann natürlich sein, dass die Leute das wissen und sich einfach auf ihren Geruchssinn verlassen, weil scheinbar, wenn man von der Bestienplage ein bisschen weiter befallen ist, kann man ja sehr gut riechen. Sehr, sehr viele Menschen in dem Spiel erkennen uns ja nur an unserem Geruch oder reden sofort, wenn sie uns treffen, als erstes von unserem Geruch, davon, wie wir mondbeschienen riechen oder fremdartig riechen oder so. Das ist ja wirklich, fast jeder macht das. Das macht ja Ariana selbst zum Beispiel. Das hat das die Tochter von Gus Kwan gemacht, das hat Gus Kwan selbst gemacht, das haben Josefkas Double hat das gemacht, Königin Annalise hat das gemacht. Richtig, richtig viele Leute sprechen von so einem Geruch. Der Samariter in der Kapelle nimmt uns erstmal gar nicht wahr, weil es da drin so nach Weihrauch riecht und er uns deswegen nicht riechen kann. Der ist ja auch blind. Die Leute verlassen sich einfach sehr stark auf ihren Geruchssinn. Dann können sie es natürlich leisten, ihre Augen zu verbinden, und dann sieht man eben einfach nicht, dass sie bereits von der Bestienplage so weit befallen sind. Was jetzt hier bei dem Ding ist, dass hier nicht dabei steht, was man damit machen soll. Das wird einem nur gesagt, sobald man es bekommt, im Traum des Jägers, glaube ich, wird einem gesagt, dass eine schreckliche Kreatur neben der öden Kapelle einen forttragen wird oder sowas in die Richtung. Und wir haben ja auch schon bei den Amygdalas oft gesehen, dass die uns an andere Orte tragen. Wir haben in Yharghul welche gehabt, die uns einfach ein Stück weit rumtransportiert haben. Wir haben aber auch vor Yharghul die eine gehabt, die uns in dem Moment, wo wir den Mandelstein im Inventar hatten, nicht mehr nur getötet hat, sondern tatsächlich ins Unterrichtsgebäude teleportiert hat. Also es gibt schon einen Präzedenzfall für Amygdalas, die uns herumtransportieren, nur weil wir einen Gegenstand im Inventar haben. Und das probiere ich bei der jetzt einfach mal aus, weil natürlich ist das, was passiert. Vielleicht ist ihr erinnert, hier wird man gegriffen. Okay, das ist denkbar schlecht übersetzt. Zum einen fehlte da jetzt einfach bei der Audioausgabe das letzte Wort, nämlich das Wort ewig. Das hat, glaube ich, keine Bedeutung. Ich glaube, das ist ein Bug. Und vor allen Dingen reimt es sich im Deutschen nicht. Denn im Englischen ist es ein kleines Gedicht. Da sagt die Stimme, curse the fiends, their children too, and their children forever true. Also da reimt es sich, aber bedeutet im Grunde genommen das Gleiche, was gerade gesagt wurde. Das ist halt sehr holprig, wurde halt offensichtlich mehr versucht, den Sinn direkt zu übersetzen, als irgendwie was Schönes draus zu machen. Das ist schade.
Denn das hier ist der Anfang des Download-Contents, was quasi eine eigene, komplette Geschichte ist, die aber total stark verwoben ist mit der eigentlichen Geschichte von Bloodborne. Es erklärt eigentlich viele der Hintergründe. Wir sind jetzt im Albtraum des Jägers gelandet, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe leider verpasst, genau zu lesen, was da steht. Es sieht aber erstmal aus wie die Ödenkapelle. Nur, dass hier hinten keine Tür ist, sondern nur so ein kleiner weiterer Altar. Und hier sitzt kein Samariter. Sonst ist es dabei erstmal das Gleiche hier. Ja, und was ich gerade meinte, ist, dass der Download-Content erzählt quasi eine Geschichte. Und hier am Anfang kommt quasi ein Gedicht. Und ganz am Ende, wenn man es abgeschlossen hat, kommt die zweite Hälfte des Gedichtes. Aber dann von jemand anderem. Die Stimme, die dieses Gedicht aufgesagt hat, ist mir fremd. Und das ist, glaube ich, auch gedacht so, denn selbst im Englischen ist die Person, die diese Stimme aufsagt, ein komplett eigener Synchronsprecher. Das ist kein Charakter aus dem Spiel, das ist niemand, den wir kennen. Es könnte ein Charakter sein, dessen Stimme wir nie hören, aber wie viele weibliche Charaktere gibt es, deren Stimmen wir nie hören? Ich habe da eine Theorie, wer das ist, aber das kommt dann, wenn es soweit ist. So. Also wir stehen hier in der Ödenkapelle, man sieht schon, hier ist wieder die Tür zu. Das hatten wir ja schon mal. Hier die Tür ist fort und hier geht's raus. Und es sieht anders aus als in Yharnam. Es sieht aus wie Yharnam, aber nicht so richtig. Es ist hell, überall sind diese komischen Wurzelgeflechte, die haben wir schon mal wo gesehen, da rede ich gleich drüber. Aber das Wichtigste hier ist das hier. Die Sonne. Ich persönlich finde immer sehr, dass die Sonne hier aussieht, als würde man sich in einer Stadt mit sehr hohen Gebäuden befinden und so stilistisch hätte man so kreisförmig den Horizont auf einem Bild dargestellt, weil ich finde, diese Dinger hier an den Seiten, diese Haken, sehen ein bisschen aus wie Gebäude, wie Turmspitzen und sowas. Das ist vielleicht eine Wäscheleine. Eine viel legitimere Interpretation, wenn man sich das genau ansieht, ist aber, wenn man sieht, hier außen rum ist auch noch ein Kreis. Der ist hier auf der Seite schwer erkennbar, aber hier auf der ein bisschen besser. Was wir hier vor uns haben, ist vielleicht auch einfach ein riesiges Auge mit einer kaputten Iris. Es gibt Krankheiten, die das verursachen und das sieht wohl genauso aus. Das habe ich mir ehrlich gesagt jetzt aber gar nicht in echt ansehen wollen. Ich glaube diese Informationen einfach mal, die ich aus dem Internet habe. Da könnt ihr draus machen, was ihr wollt. Also wir haben hier keinen Mondschein, sondern eben eine so kaputte, gesplitterte Sonne. Also man sieht richtig Sonnenstrahlen. Und es ist ja auch Tag, wie man sieht, aber es ist sehr komisches Wetter. Und wir sind hier auf dem gleichen Platz, der vor der Ödenkapelle eben existiert. Nur, dass es hier ganz anders aussieht. Das ist alles so verwaschen und ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Diese komischen wurzelartigen Gebilde hat man auch in der Arena, in der man gegen Amygdala kämpft. Und das habe ich da schon mal kurz darauf hingewiesen, dass man sich das vielleicht merken sollte, aber was ist das denn überhaupt für eine Anforderung? Das sieht man in Albtraumwelten. Wir sind im Albtraum des Jägers, wie es sich nennt. Das ist mit dem Traum des Jägers, hat das, glaube ich, nicht so viel zu tun. Da steht schon einer bereit, da sieht man schon was. Aber es sieht eben sehr aus wie eine verwaschene Version von Yharnam. Gehe ich einfach mal weiter. Die Statuen hier kennen wir ja. Hier gibt es erstmal nichts zu sehen. So, da laufen zwei Beast-Patienten weg. Und da steht so ein Jäger. Und er tötet die einfach. Das finde ich sehr schön. Dann muss ich das nicht machen. Haha. Dafür muss ich halt jetzt diesen Jäger töten. Das ist ein sehr guter Einstieg in diesen Download-Content, weil es sehr gut zeigt, was hier jetzt so passiert. Und der ist stark. Oh, und ich falle hier einfach in Abgründe runter. Das war jetzt natürlich blöd. Ich hau mal kurz wohin ab, wo ich wieder gegen ihn kämpfen kann. Der kommt bestimmt gleich nach. Der lässt es ja nicht auf sich sitzen, dass ich ihn attackiert habe. Soweit kommt es noch. So. So, Blutfiolen ist natürlich praktisch. So, da darf man sich jetzt auch nicht täuschen, das war zwar ein Jäger, aber Jäger sind hier im Download-Content erstmal Standardgegner. Der Albtraum des Jägers sind haufenweise andere Jäger als Gegner, das ist doch schön. So. Da unten wartet schon der Nächste und er hat mich auch schon gesehen, ach du Scheiße.
Ich würde eigentlich lieber diesen Gegenstand hier erstmal holen, aber ich kämpfe dann doch lieber zuerst gegen den. Mein. Ich muss erst nochmal meinen Rhythmus gegen ihn finden. Okay, so viel halten ja auch nicht aus. Das sind ja Standardgegner, wir haben ein schön hohes Level. Alles gut. So, jetzt hole ich diesen Gegenstand da. Ich habe es ja gerade auch schon kurz gesagt, das sieht aus wie eine verwaschene Version von Yharnam. Es ist sehr viel aus Versatzstücken von Yharnam alles zusammengebaut. Also dieser Platz sieht zwar genauso aus, aber nicht wirklich. Also er ist aus ähnlichen Teilen zusammengebaut. Selbe ist, wir haben da oben die große Kathedrale, wir haben da die Werkstatt der Kirche. Die war aber eigentlich mal da drüben. Und wir werden noch sehr viele Orte sehen, die aussehen wie Orte aus Yharnam, die wir schon mal gesehen haben, die wir kennen, die aber nicht wirklich so sind, wie wir sie kennengelernt haben. Wir sind offensichtlich nicht mehr wirklich in Yharnam gerade. So. Alter Jägerhandschuhe. Schauen wir doch gerade mal. Warum auch immer ich das jetzt so gemacht habe. So. Alte Jägerstulpen aus Messing, die die waffentragenden Hände schützen sollten. Zu dieser Zeit glaubten manche Jäger, dass bestimmte Metalle Bestienblut abwehren würden. In einer Nacht der Jagd ist es kein Wunder, dass manch einer in Aberglauben verfällt. Also schon quasi der erste Hinweis, was hier los ist. Wir finden gerade Relikte aus der Vergangenheit, Relikte der alten Jäger. Das Wort alte Jäger haben wir ja schon öfter gehört, zum Beispiel bei der alten Jägerglocke. Schon längst aus dem Traum geschiedene Jäger, die das Gefühl der Jagd nicht vergessen können, verlassen sich auf die Boten, um ihre Gedanken zu übermitteln. Das ist, ist das erste Mal gewesen, dass wir von alten Jägern an und für sich gehört haben, aber wir haben natürlich auch sehr viele Jäger schon getroffen, die einfach schon sehr alt sind. Da ist natürlich immer so ein bisschen diese Grenze zwischen, sind die jetzt einfach nur alt oder sind die aus einer anderen Zeit? Auffällig ist, dass hier Grabschimmel wächst. Das passiert sonst in den Kelchverliesen. Ich weiß nicht genau, was die Bedeutung davon ist, weil wir sind gerade nicht in einem Kelchverlies. So. Dieses Tor hier war in der Wachwelt von der einen Seite geschlossen und auf der anderen Seite ist ein Hebel, um es aufzumachen. Und das ist hier genauso. Da ist der Hebel. Toll. So, hier liegt noch ein Gegenstand. Da lag früher der Schild. Jetzt ist es die alte Jägermütze. Alte Jägermütze mit einer breiten Krempe, die den scharfen Blick verhüllt. Früher einmal, als es Jäger noch wie Sand am Meer gab, war dieser Teil ihrer Standardtracht. Früher einmal, als es Jäger noch wie Sand am Meer gab. Es gab mal eine Zeit, da gab es einfach sehr, sehr viele Jäger. Die Kirche hat ja, also wir wissen ja, dass die Kirche zu einer gewissen Zeit Jäger rekrutiert hat. Wir haben das, glaube ich, bei der Standard-Jägerkleidung ist das, glaube ich, Beschreibung. Da muss ich gerade mal nachschauen. Also es gab auf jeden Fall eine Zeit, ja, ein Standardkleidungsstück der Jäger, hergestellt in der Werkstatt und so weiter. Die ist es nicht, das ist diese hier. Ludwig, der erste Jäger der Heilenden Kirche, rekrutierte einst Einwohner von Yharnam, um als Jäger zu dienen. Das ist, scheint so ein bisschen diese Zeit zu sein, in der es wirklich sehr viele Jäger gab. Jetzt gerade zu dem Zeitpunkt, also zur aktuellen Zeit in Yharnam, gibt es ja nicht mehr viele Jäger. Wir treffen zwar einige, aber das sind alles Jäger, die sich der Bestienjagd scheinbar losgesagt haben. Wir haben Jura, der jetzt gar nicht mehr Bestien jagt, sondern Bestien verteidigt. Wir haben Aileen, die nur noch Jäger jagt. Wir haben Alfred, der nur noch Ekelblüter jagt. Wir haben Gascoigne, der mittlerweile selbst eine Bestie geworden ist und so. Es ist, es scheint nicht mehr wirklich die hohe Zeit des Jägertums zu sein. Ludwig zum Beispiel ist ja immer noch komplett fort. Das war ja so der große Jäger der Kirche, haben wir ein paar Informationen gesehen, aber über den haben wir überhaupt noch gar nichts gefunden zum Beispiel. Also scheint es hier sehr ein Blick in die Vergangenheit auf eine gewisse Weise zu sein. Es ist aber nicht so, dass wir in die Vergangenheit gereist sind. Das ist jetzt, das darf man da nicht verwechseln. Man darf da nicht denken, naja klar, es ist eine Zeitreisegeschichte. Ist es nicht. Wir sind hier nicht in Dark Souls, wo die Zeit verworren ist. Wir sind hier in Bloodborne, wo alles einfach Träume sind. Nicht alles, aber wo es viele Träume gibt. So, das ist der große Platz der Kirche. In der Wachwelt waren hier zwei Riesen. Jetzt sind hier haufenweise von diesen Bestienpatienten. Die einen gar nicht attackieren. Die haben Angst vor allem. Nur obwohl wir kein Feuer haben. Manchmal stürmen sie auf einen zu. Manchmal attackieren sie einen vor Panik mit einem kleinen Schlag. Aber eigentlich tun die nichts. Das ist doch schön. So. Ich gehe mal wieder da hoch, weil da gibt es noch Gegenstände zu holen.
Und man erkennt halt sehr schön, finde ich, alle von diesen Gebäuden immer wieder. Man hat die alle schon gesehen, aber irgendwie anders angeordnet. So, hier liegen auch ein paar Sachen. Gehe ich aber mal hin. Ah, das ist nicht wichtig, da steht schon wieder so ein Jäger. Da steht noch einer. Man muss ein bisschen aufpassen. Die werden ab einem gewissen Zeitpunkt werden die quasi aktiviert und fangen an, ihrer Arbeit nachzugehen. Aber ich weiß nicht, wann dieser Zeitpunkt ist. Ah, da hat er gerade Angst gehabt. Die sind ein bisschen aggressiver hier. Ah, da kommt doch der erste schon angelaufen. Und man sieht, der trägt eine Art Waffe und Rüstung, wie wir sie bisher so noch nicht gesehen haben. Hatte der andere Jäger ja auch, habe ich gar nicht drüber geredet. Dass der Jäger, gegen den ich gerade gekämpft hatte, dass der eine komplett andere Kleidung und Waffe trägt. Der hat ja dieselbe Waffe wie der von eben. Es scheint wie der gewundene Stock zu sein, den wir ja auch benutzen, nur in grober irgendwie. So. Zerkloppen darf man die trotzdem. Der da hinten hat irgendeinen Hammer, der Feuer spuckt. Und der hinterlässt auch, das muss man aber auch mal drauf achten, der hinterlässt richtig Feuer mit seinem Hammer, aber auch so schwarze Nebelspuren. Diese Viecher greifen einen leider auch an. Die hier sind jetzt aggressiv. Muss ich gerade mal weg. Ich möchte mich eigentlich eher diesem Jäger da hinten widmen, weil der ist natürlich noch mal interessanter. Der ist auch ein klein bisschen größer und hat einen riesigen Hut auf. Es scheint vielleicht irgendein Merkmal für irgendwas zu sein, wer weiß. Ich töte ihn trotzdem. Er hat gelb leuchtende Augen, das ist vielleicht wichtig, wer weiß. Okay, das war's schon mit dem. Vielleicht doch nicht so wichtig, aber man sieht, es gibt hier sehr viele von denen und die kämpfen einfach gegen diese Bestien. Die Bestien sind manchmal ein bisschen aggressiv, manchmal nicht. Also es ist so, hier wird natürlich ein großes Fass an Mysterium aufgemacht, von wegen, was ist hier eigentlich gerade los? Wo sind wir? Was soll das Ganze? Das wird sich mit der Zeit ein bisschen enthüllen. So, ich nehme mal hier den oberen Weg. Hier liegen auch einfach tote Bestienpatienten. Interessant. Ausgerechnet Bestienpatient. Oh, ein noch gesunder Hund. Oder was heißt gesund? Der ist schwarz-rot. Sieht ein bisschen aus wie ein blutbeschmierter Rottweiler oder sowas. Aber halt ganz anders als die Hunde, die wir in der Wachwelt in Janum gefunden haben. Wo die immer so zerzaust sind. Aber genauso nervig. So, da gehe ich immer noch nicht hoch. Ich gehe wieder hier oben lang. Es ist natürlich jetzt noch nicht offensichtlich, aber das hier ist insgesamt eins der allergrößten Level im Spiel und das ist auch ganz gut so. Also der Download-Content ist gewaltig und umwerfend. Also ich werde aus dem Schwärmen wahrscheinlich so schnell nicht rauskommen, aber ich muss ja hier auch meiner Aufgabe nachgehen. So, Zwillingsblutstein scherben und da unten sieht man ab und an halt auch noch andere Hunde und Jäger und sowas stehen. Die brauchen immer, dass ich nah genug rangehe, um sie halt wirklich auszulösen, dass die dann halt auch anfangen rumzumetzeln und so weiter. Boah, so zum Beispiel. Den habe ich vergessen. Und man beachte, wie er quasi wie den alten Jägerknochen benutzt, wenn er ausweicht. Er hat richtig so eine Nebelwolke um sich rum und verschwindet komplett. Er weicht nicht einfach nur aus. Na komm hoch, komm her. Und er zieht auch richtig diese schwarze Spur hinter sich her. Jetzt habe ich ihn, glaube ich, kaputt gemacht. Ich wollte eigentlich auf dem Platz gegen ihn kämpfen. Trägt nochmal eine ganz andere Waffe, nochmal ganz andere Kleidung, nochmal einen ganz anderen Hut. Das macht natürlich Hoffnung, weil eine der größten Kritiken an Bloodborne damals, bevor der Download-Content rausgekommen war, war, es gibt zu wenig Waffen. Und im Download-Content kommt man an und direkt trifft man Gegner mit drei komplett neuen Waffen in den Händen. Und man weiß natürlich, früher oder später bekomme ich die auch. Und genau so ist es dann natürlich auch. Das ist doch schön. So, hier stand er gerade und hat mich attackiert. Und ich habe einfach vergessen, dass er existiert, wie gesagt.
So, hier unten sind die Raben. Da ist auch der Hebel. Das ist quasi die andere Seite von dem Tor. Das kann ich da jetzt mal aufmachen. Aber erstmal. Alte Jägerhose. Ah, es wäre auch kein Janem ohne Raben. Und ohne Hunde. Aber da muss man durch. So. Ich mache erstmal kurz die Tür hier auf. Dann haben wir es. Dann sind wir wieder am Anfang. Und dann lese ich mal die alte Jägerhose durch, weil die hat auch sehr interessante Informationen dabei. So, Moment. Hier ist sie. Alte Jägerhose, die in einem früheren Zeitalter unzählige Jäger vor den Bestien geschützt hat. Ein weit verbreiteter Glaube dieser Zeit besagte, dass Bestienblut das rechte Bein hochkriecht. So entstand der doppelt umwickelte Gürtel. Man sieht es da ja am rechten Bein, oben diese beiden Bänder. Und dieser Irrglaube oder dieser Aberglaube, dass das Bestienblut das rechte Bein hochkriecht, das ist auch wieder so. Es ist nicht so extrem wie die Sache mit der Augenbinde, aber man sieht das mit dem rechten Bein auch bei vielen Leuten oder bei einigen. Wir haben zum Beispiel in Kanehurst diese Statuen von den Reitern gesehen, deren rechtes Bein keine Rüstung getragen hat. Und German zum Beispiel, der hat gar kein rechtes Bein mehr. Vielleicht wurde es amputiert. German, wissen wir ja auch, war der erste Jäger. Hat uns die Puppe ja erzählt. Also kann das sein, dass er diese Zeit, in der wir uns gerade befinden, dass er die sogar kennt. So, jetzt habe ich die auch aktiviert. Aber die machen nichts. Die laufen mir manchmal so ein bisschen verbuggt nach, aber die tun nichts. So, hier oben muss ich mich wieder mit anderen Jägern rumschlagen. Ja, da ist doch schon wieder einer. So. Dann mit denen mache ich jetzt kurz einen Prozess, weil die Jäger, wie gesagt, hier einfach Standardgegner sind. Oh, mehr Blutfiolen kann man immer gebrauchen. Da unten wartet ein Hund auf uns. Also jetzt sind wir hier quasi auf der anderen Seite dieses Tors vom Platz. Auf diesen Stufen hier sind in der Wachwelt einer von den Riesen und ganz viele von diesen Kirchendienern und sowas. Und hier sind es einfach nur ganz viele Jäger. So, ich muss mich immer ein bisschen umgucken, weil man hat ja gerade schon gesehen, dass ich manchmal vergesse, wo die Gegner genau sind. Und dann erschrecke ich mich jedes Mal. Das ist so eine Stelle, da ist, glaube ich, ein Bug. Der Typ mit dem Feuerhammer, der stand ja da unten, der sollte eigentlich, glaube ich, da oben stehen. Also zumindest habe ich viele Versionen gesehen, wo das so war. Da stand er da oben und sprang dann hier runter auf diese drauf. Und hier unten der eine, den habe ich jetzt auch auf dem Platz schon bekämpft, der versucht auch von unten mit seiner komischen fetten Peitsche, was auch immer das ist, die hier oben zu attackieren, und die trifft sie halt nicht, weil sie sich da an die Wand kauern. Naja, gehen wir mal weiter. Was liegt hier? Der Bestienschlitzer. Eine von den neuen Waffen. Den könnten wir sogar tragen. Eine Trickwaffe, die von den alten Jägern getragen wurde. Dieses dicke, eiserne Hackbeil durchtrennt auch die zähesten Bestienhäute. Bei der Transformation wird die Klinge aufgespalten und kann wie eine schwere Peitsche benutzt werden. Diese grobe Waffe setzt auf rohe Gewalt und ist bedauerlich unelegant, was nahelegt, dass die Jagden der früheren Jäger grauenhafte Angelegenheiten voller dunkelrotem Blut waren. Das finde ich witzig, dass das so gesagt wird, ja, früher war das so voll mit Blut und so weiter. Ich meine, ganz ehrlich, heute ist es nicht anders. Also das ist dieser Schlitzer. Das ist hier einfach so ein dicker Knüppel. Und im Trickmodus ist es der hier. Den haben wir ja gerade schon ein paar Mal gesehen. Das ist diese riesige Peitsche. Das sieht aus für mich, als wäre es der Vorläufer zum gewundenen Stock, der jetzt ja so schön elegant ist. Und so ein kleiner Stock nur mit lauter Sachen. Und beim gewundenen Stock steht ja auch dabei, die Waffe im Stab zu verbergen und Bestien mit der Peitsche zu schlagen, ist fast schon ein zeremonieller Akt. Ein Versuch zu beweisen, dass die Blutgierdejagd sich nicht in die Seele geschlichen hat. Das heißt quasi, die später scheinbar entwickelte, elegantere Version des Bestienschlitzers ist ein Stock, der versucht zu unterstreichen, dass man überhaupt kein Bestie ist, dass man nicht brutal ist, sondern elegant. Und früher war das scheinbar noch so, dass man einfach brutal war, weil man halt versucht hat, diese Bestien zu töten. Die Sache, dass man eben auch ohne Brutalität diese Bestien töten kann, hat sich scheinbar erst ein bisschen später durchgesetzt. So, hier ist ein Gegenstand. Wechselbarkugeln. Und hier haben wir auf dem Boden so eine runde Bodenplatte. Und das ist eine von den vielen Fallen, die es im Level gibt. Man sieht es da vorne stehen. Wenn ich hier drauf stehe, schießt dieses Gerät da einfach auf mich. Ist natürlich so gedacht, dass man hier reinrennt, um den Gegenstand zu holen. Dann rennt man drauf und das Ding schießt einem in den Rücken. So eine kleine Kanone einfach. Also es scheint hier auch sehr viel, man merkt es an den Jägern, die setzen hier sehr viel auf Brutalität, auf große, sehr
brutale Waffen. Ich meine, der riesige brennende Hammer ist ja jetzt auch nicht ohne, zum Beispiel. Genau wie dieser, der Bestienschlitzer und das, diese komische gebogene Klinge, die der eine in der Hand hatte, die sah ja auch sehr riesig einfach erstmal aus. So. Ich werde die ganze Zeit von diesen Dingern hier verwirrt, weil ich denke, das wären irgendwelche Figuren, aber es sind tatsächlich nur diese seltsam wabernden Gebilde. So, hier sind ganz viele Bestienpatienten und man sieht es da oben schon liegen. Ja. Auch hier gibt es solche Fallen. Also die Sache mit dieser brennenden Kugel hat sich scheinbar seit damals nicht weiterentwickelt. Also wir haben sie ja auch im Zentrum von Janum mal gesehen. So. Den Platz hier haben wir auch schon mal gesehen, aber da bin ich meistens nur drüber gerannt. Aber jetzt sieht es hier natürlich wieder anders aus. Was haben wir hier? Alter Jägergewand. Ich glaube, damit haben wir die alte Jägerrüstung komplett. Altes Jägergewand. Eines Tages verschwanden die Jäger und die Janamiten begannen, über die Sünden der Jäger zu tuscheln. Trunken vom Blut und auf der Jagd nach Bestien sind sie alle dem Albtraum verfallen. Das ist quasi schon die eindeutige Information, die man hier braucht. Nämlich, dass die einfach dem Albtraum verfallen sind. Trunken vom Blut. So sieht die Rüstung aus. Insgesamt. Das ist genau, was viele von den Jägern, die ich gerade bekämpft habe, anhat. Es gibt noch andere Versionen von dieser Rüstung. So ein paar Teile kann man austauschen mit der Zeit. Aber im Grunde genommen ist fast alles, was diese gegnerischen Jäger anhaben, auch ein Gegenstand, den man bekommen hat. Bis auf glaube ich, diesen ganz großen Hut. Aber naja, da muss man wohl verzichten. Ja, jedenfalls dieser Text bei dem Jägergewand, der sagt ja eigentlich schon fast komplett, was man wissen muss, zusätzlich zum Auge des betrunkenen Jägers, des bluttrunkenen Jägers, Entschuldigung. Ein Jäger, der sich am Blut ergötzt, soll vom Albtraum befallen sein und in alle Ewigkeit auf endloser Jagd umherwandern. Kein Jäger kann diesem Schicksal entkommen. Und das klingt erst sehr hochtrabend und fast esoterisch, als wäre das symbolisch gemeint. Aber wir sehen hier ja wirklich bluttrunkene Jäger, die scheinbar aus der Wachwelt irgendwann einfach verschwunden sind und jetzt hier im Albtraum auf Ewigkeit auf endloser Jagd umherwandern. Das ist genau, was wir da unten die ganze Zeit gesehen haben. Die jagen die ganze Zeit diese Bestien auf scheinbar auf Ewigkeit. Das könnte so eine Art Albtraum für diese Jäger hier sein. Das ist ja auch der Albtraum des Jägers. Aber vielleicht nicht unser Albtraum, sondern der Albtraum von diesen Jägern von damals. So, hier wollen sie in die Kathedrale welche rein. Aber nichts gibt's scheinbar. Da hat jemand andere Pläne. Irgend so ein riesiger Typ. Sieht ein bisschen aus wie die Henker. Also die Henker, die man auch so in der Stadt findet und so. Er hat ein lilanes, leuchtendes Gesicht. Au, und eine gewaltige Axt. Und es macht gar keinen Spaß, gegen ihn zu kämpfen. Weil man sehr schnell stirbt, wie man sehen kann. Und Eingeweide-Attacken sind auf der Treppe leider nicht leicht. Deswegen versuche ich hier mal auf ebenes Gelände zu holen. Ah, und er schlägt dann immer trotzdem. Ah, ich kann halt auch nichts. Ich stelle mich gerade sehr blöd an, wie man sieht. Aber so ist manchmal das Leben. Vielleicht muss ich eine andere Taktik nutzen, nämlich diese hier. Ich spiele ja nicht umsonst auf Arkan. So, jetzt macht er mal was anderes. Plötzlich macht er so einen Kram. Man sieht, es explodiert förmlich, wenn er irgendwo hinsteht. Aber ich bin ein kleiner Feigling, deswegen mache ich das jetzt so. So, Blutfiole. Sonst nichts. Na gut, 6 Blutfiolen, die kann ich gut gebrauchen im Moment. So, und der ist hier aus dieser Kathedrale rausgekommen und wollte nicht, dass diese anderen Dorfbewohner scheinbar, das sind ja jetzt eher normale Dorfbewohner, das sind ja nicht so diese professionellen Jäger wie die unten. Der hat jetzt auch diesen typischen Janem-artigen
langen, pelzigen Arme und sowas. Also das scheint so wie die normalen Stadtbewohner von Janum zu sein. Die sind also scheinbar auch nicht davor gefeit, hierher gebracht zu werden. Wahrscheinlich können die auch bluttrunken werden. Ich glaube nicht, dass das Universum da einen Unterschied macht zwischen Bluttrunkenheit von Jägern und Bluttrunkenheit von Leuten, die einfach nur so jagen. Solange sie dieses Bestienblut immer abbekommen. So, da drüben liegt noch ein Gegenstand, bevor ich in die Kathedrale gehe. Hier geht es auch noch weiter, das merken wir uns mal. So, weil jeder kennt diese Kathedrale, wir sind mehrmals schon hingegangen in der Wachwelt, das war jedes Mal spektakulär. Hier haben wir auch diese Statuen von den Amygdalas. Das finde ich sehr interessant, weil das bedeutet, dass diese Statuen da scheinbar schon immer in dieser Kathedrale stehen, wenn das hier denn quasi eine Repräsentation der Kathedrale von damals ist, falls das so zu sehen ist. Das werden wir vielleicht noch sehen, ob das so ist oder nicht. Aber hier sieht das schon ganz anders aus in der Kathedrale. Der Schrein ist quasi der gleiche, aber was da liegt, ist natürlich was ganz anderes. Da brennt was. Das kann mal weg. Da ist eine... Ja, der Schrein ist, glaube ich, nicht mal der gleiche. Diese Statue, diese Engelsstatue, die diesen Kelch ausleert, ist die gleiche und dieser Baum da hinten auch. Der Schrein an und für sich sonst sieht aber anders aus. Und was hier liegt, ist... die Klerikerbestie, aber in brennend. Und die wird hier gehalten und es erinnert mich sehr an ein Abbild von Jesus. Das ist wahrscheinlich ganz bewusst so gewählt, aber weiß ich echt nicht, welches Bild genau ich da jetzt gerade meine. Mich erinnert es einfach nur sehr dran, da hängt auch dieses Tuch drüber und so weiter. Das Bild hat bestimmt einen Namen, ist glaube ich super berühmt und alle erkennen es sofort wieder, aber sorry, das weiß ich jetzt leider nicht. So, ich nehme mal diesen Gegenstand aus der riesigen, brennenden Hand. Augenanhänger. Und man denkt die ganze Zeit natürlich, jetzt steht es gleich auf und verprügelt mich. Oh Gott, das ist ein Bosskampf. Aber ist es nicht. Ich kann einfach wieder gehen. So, der Augenanhänger. Sieht tatsächlich auch aus wie ein Auge in einem Anhänger. Das finde ich ganz witzig. Es scheint sehr viel um Augen zu gehen. Ein Augenanhänger, der den OP-Altar freischaltet. Es gibt zwei Kathedralen im Traum des Jägers. Eine liegt jenseits des Blutflusses, in der anderen befindet sich die private Forschungshalle der Heilenden Kirche. Nur ausgewählte Mitglieder der Heilenden Kirche oder ihre bedauernswerten Patienten können mit Hilfe dieses Auges die Forschungshalle betreten. Gib dem OP-Altar-Schädel Augen. OP-Altar steht hier wirklich für Operation, also OP, wie wir sie heute auch im klassischen Sinne kennen. Das ist immer sehr verwirrend, weil es hier ja sehr viele Abkürzungen auch wie GP und so weiter gibt. Also wir haben ja jetzt schon die Information, dass da eben zwei Kathedralen existieren. Wir sind wohl in der, die jenseits des Blutflusses liegt, denn hier ist ja keine private Forschungshalle der Heiligen Kirche zu finden. Aber es gibt zwei Kathedralen im Traum des Jägers, das ist natürlich ein schöner Satz, weil ich weiß nicht, ob das bewusst so gesagt ist, weil wir sind ja gar nicht im Traum des Jägers, sondern im Albtraum des Jägers. Aber eigentlich macht das Bloodborne-Universum keinen Unterschied zwischen Träumen und Albträumen. Es ist ja eigentlich beides nur ein Traum. Ob es schrecklich ist oder nicht, liegt ja immer im Auge des Betrachters. So, aber das hier ist wohl ziemlich schrecklich. Naja, jetzt habe ich nur diesen einen Weg hier vor uns. Und da geht es hier runter. In der Wachwelt ging es hier an der Seite von der Kathedrale runter Richtung zu der kleinen Kapelle, die der Eingang zu Yahagul ist. Also bin ich ja mal gespannt, wo es hier hingeht. Weil es ist einfach so ein ganz dunkler Tunnel. So, das sieht schon anders aus. Und man sieht es da hinten auch. Nicht umsonst ertönt die Glocke. Das ist die zweite Kathedrale. Haben wir gerade davon erfahren. In dieser Kathedrale ist wahrscheinlich diese Forschungshalle. Und der Anhänger sagt ja auch, wir sollen dem OP-Altar, also gibt dem OP-Altar Schädel Augen. Das heißt, da sollen wir wahrscheinlich hin. Ist ja jetzt auch gerade echt der einzige Weg, den wir noch offen haben. Da müssen wir uns ein Stück weit durchschlagen. Hier sieht es immer noch sehr aus wie Zentrum von Janum. Gerade hier in der Mitte ist scheinbar so eine Art Abgrund, Fluss, Schlucht. Das kann ich von hier aus nicht sehen und ich gehe aus diversen Gründen gerade nicht weiter. Ja, es geht schon los, da schießen sie auf mich. Sieht eben sehr aus wie im Zentrum von Janum, wo diese riesigen Abgründe waren, die halt entweder Kanalisation waren oder tatsächlich die Schlucht, in der Alt-Janum sich befindet. Diese Grabsteine hier sehen aber eher aus wie in der Albtraumfront.
wo wir gegen Amygdala gekämpft haben. Das erinnert natürlich auch noch mehr dran, wegen dieser ganzen Wurzelgewebe hier, die es da ja auch gab. Die Grabsteine selbst sind hier auch aus diesem organischen Material, kann man sehen. So, jetzt widme ich mich mal dem hier. Der steht da drüben auf so einem Schalter, damit diese Kanonen losgehen. Ich habe diese Kanonenfallen ja gerade schon mal gezeigt. Und der steht einfach auf dem Schalter und dadurch werden die aktiviert. Hier ist mal wieder eine kaputte Kutsche. Ich muss jetzt irgendwann da durchrennen. Es sind immer noch mehr Kanonen. Das Spiel verleitet mich natürlich sehr dazu, darüber zu rennen, zu diesem Ding, was aussieht wie Amygdala. Aber da ist auch ein Schalter auf dem Boden jetzt direkt über dem Kopf des Charakters. Und wenn ich da drauf renne, geht die Kanone da drüben los. Das ist halt alles aus Fallen gemacht. So. Hier bin ich, glaube ich, relativ sicher, ja. Aber das Schöne an diesen Kanonen ist, man kann sie kaputt machen. Und solange der Typ da auf dem Schalter steht, schießen die. Aber wenn ich ihn da jetzt einfach runterlocke, dann hören sie da ganz schnell auf. Man sieht es auch wieder, einer von den normalen Stadtbewohnern. Einfach mit einer Fackel. Der hat jetzt ein Tuch übers Gesicht gehängt gehabt. Da sehen wir gleich noch ein paar. Jetzt schaue ich mich hier erstmal um. Da unten ist ein riesiger, man sieht da hinten schon diese Blutlecker-Monster, die wir aus Kanehurst kennen. Aber da unten ist ein Fluss aus Blut. Und wir haben es ja gerade schon erfahren. Es gibt zwei Kathedralen im Traum des Siegers. Eine liegt jenseits des Blutflusses. Das da unten ist scheinbar dieser Blutfluss, von dem da die Rede ist. So. Dieses hier sieht einfach aus wie eine riesige, versteinerte, tote Amygdala. Die Tatsache, dass dann hier auch diese Grabsteine sind, und dieses Wurzelgewebe, was alles wie eine Albtraumfront aussieht, wirkt für mich sehr so, als wäre die Albtraumfront nicht ein einzelner, nicht so eine komplett spezifische Architektur, die man nur dort findet, sondern eher so ein bisschen repräsentativ, wie es in vielen Albtraumländern aussieht. Wir wissen ja, dass die Albtraumfront eigentlich auch nur ein Teil vom Albtraum von Menses ist. Also scheint es einfach in mehr Träumen, also in mehr Albtraumwelten sowas zu geben. Amygdalas scheinen sich da sehr frei bewegen zu können oder kommt mir so vor, weil die teleportieren uns ja auch darum. Und diese organischen Grabsteine scheinen da auch ein fester Bestandteil zu sein. So, ich laufe mal einfach auf diese Kanonen zu. Da steht noch so ein Typ. Der steht auch auf so einem Schalter und da steht auch die Kanone, die er damit betätigt. So, hör auf damit. Ich habe die jetzt bewusst runtergelockt. Das kann nämlich immer mal praktisch sein, Kanonen selbst bedienen zu können. Weil wenn man hier drauf rennt, schießt die einfach. Man weiß ja nie, wofür es mal gut wird. So, hier geht's weiter. Der Platz hier unten ist, glaube ich, ein Versatzstück auch aus dem Zentrum von Janum. Aber da war er, glaube ich, in der Nähe von Gasquans Haus. Aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ist es auch komplett selbst gebaut. Das ist immer schwierig. So, da kommen Leute. Da ist wieder einer von diesen riesigen Jägern mit so einem Hammer und einer Fackel. Da haben wir ja schon mal einen getroffen. Oh Gott. Der ist natürlich gruselig, weil er ist riesig und schnell. Na komm. Hat er jetzt doch keinen Bock drauf. Schön. Das hat genauso funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. So, und die ganzen Kompagnons von ihm, die greifen nicht nochmal an. Man hört es ticken. Die werfen Bomben, die irgendwann einfach explodieren nach einer gewissen Zeit. Es gibt eine Zeituhr drin. Das ist eine neue Art von Technik. Haben wir bisher auch noch nicht gesehen. Zeitbomben haben wir bisher keine gefunden. So. Und die machen das auch noch einfach alle. Ein bisschen langweilig, aber so ist es manchmal. So, hier unten ist dieser Blutfluss. Und man sieht, da sind überall diese riesigen Blutlecker. Und wir haben ja in Kanehurst quasi schon erfahren, da unten geht noch ein Tunnel rein, wir haben in Kanehurst ja schon erfahren, dass diese Blutlecker echt einfach sehr unangenehme, garstige Zeitgenossen sind. Aber manchmal kann man halt nicht anders, als sich mit denen anlegen zu müssen.
Aber bei denen ist zum Glück Vorbeirennen auch eine Option. Das sage ich jetzt schon mal, weil ich werde mich bestimmt nicht mit diesen ganzen 100 Blutleckern da unten anlegen. Dafür sind die mir, wie gesagt, zu garstig. Aber jetzt erforschen wir erstmal, was auch immer hier kommt. Wir sind in dem dunklen Haus, das kennen wir aus dem Zentrum von Yharnam. Es führte auf der einen Seite, bei der Tür da, auf die Brücke, auf der wir gegen die Klerikerbestie gekämpft haben. Und unten führte es quasi zur Lampe und zu einem Platz, wo zwei von diesen trollartigen Kirchendienern rumliefen. Verspäteter Molotow-Cocktail. Ich weiß gerade nicht, ob noch ein Gegner kommt, das werden wir gleich sehen. Besonderes Jägerwerkzeug, das in der alten Otto-Werkstatt entworfen wurde. Diese Molotow-Cocktails graben sich in den Boden, nachdem sie geworfen wurden, und explodieren nach einer bestimmten Zeit. Leider muss dieses komplexe Gerät jedes Mal geopfert werden, wenn dieses ineffiziente Werkzeug eingesetzt wird. Aber verspätete Molotow-Cocktails werden von einer Minderheit unter den Jägern bevorzugt, die lieber trickreicher vorgehen. Diese Kreation ist eine der ältesten bekannten Wurzeln der Pulverfässer. Jetzt hören wir hier zum allerersten Mal von dieser Otto-Werkstatt, die scheinbar sehr trickreich arbeiten. Und was auch immer das jetzt heißt, jedenfalls steht der letzte Satz da. Diese Kreation ist eine der ältesten bekannten Wurzeln der Pulverfässer. Die Pulverfässer kennen wir ja von Jura. Das sind diese sehr auf Explosionen setzenden Jäger, die dann sowas wie einen Gewehrspeer bauen und Pfahltreiber und sowas. Die mögen es, wenn es knallt. Die mögen es, wenn Waffen einen gewissen Kick haben. So, ich kann hier einfach runterspringen, da musste ich durch den Blutfluss rennen. Ich kann aber auch hier die Treppe runtergehen. So, dann gucken wir mal, ob hier was ist. Natürlich, hier steht auch wieder ein Typ. In der Wachwelt geht's hier zur Laterne. Das ist auch wirklich genau so in der Wachwelt. Das ist eigentlich der gleiche Platz. Sieht jetzt hier natürlich als ein bisschen verschoben aus. Hier runter ging es zu einem Platz, auf dem zwei von diesen Ogern sind. Und die Treppe hoch nach rechts wäre die Tür zur Laterne gewesen. Ist hier jetzt natürlich nicht, wäre ja zu einfach. In dem Haus habe ich einfach ein paar Typen und in die Richtung geht es dann auch wieder zu diesen Ogern runter und zu irgendwelchen Hunden und so weiter. In diesem Haus ist aber diese berühmte Falle, diese eine der ersten Fallen in Bloodborne. Da sitzt ein Typ im Rollstuhl und da liegt ein Gegenstand in der Mitte. Ist in diesem dunklen Haus im Zentrum von Yharnam ja ganz genauso. Und da rennt man zum Gegenstand und der Typ im Rollstuhl schießt einem mit einer Pistole in den Rücken. Und hier weiß das Spiel natürlich, dass man diese Stelle mittlerweile längst kennt, weil das war ganz am Anfang vom Spiel. Und man fühlt sich daran erinnert und denkt so, ah, ich weiß genau, was das für einer ist. Dann guckt man sich hier mal um. Das finde ich eine sehr genial gemachte Falle, weil es einfach komplett damit spielt, was man eigentlich dachte mittlerweile zu kennen. Aber klar, man sieht, oh, das ist die Falle, dann kann man natürlich nicht davon ausgehen, dass es die gleiche Falle wieder ist. So. Eruptionshammer. Da gucken wir auch gerade mal, vielleicht können wir den sogar tragen. Nein, können wir natürlich nicht, wir sind viel zu schwach. Eine Trickwaffe, die von den alten Jägern verwendet und von den Werkstattketzern, den Pulverfässern, entworfen wurde. Da haben wir sie. Ein gewaltiger Hammer, ausgestattet mit einem Miniaturofen. Ist er entzündet, gibt er eine Flammensalve ab, die bei einem Treffer heftig explodiert. Zermalme die Bestien und verbrenne sie. Die rohe Einfachheit des Eruptionshammers wurde von Jägern mit einer akuten Abneigung gegen Bestien bevorzugt. Da haben wir jetzt schon mehrmals was bei Waffen drüber gelesen und so weiter, dass es sehr viele Jäger gibt, die wirklich die Bestien dermaßen hassen, dass sie einfach vernichten wollen. Also sowas wie bei der Jägeraxt. Wählen die Leute sie ja auch, um Henker zu spielen zum Beispiel. Es ist, viele von den Waffen gegen die Bestien sind sehr brutal gestaltet. Sägespeer und Sägehackbeil sind zwei der neueren, moderneren, eleganteren in Anführungszeichen Jägerwaffen und trotzdem sind die ultra brutal. Und früher wurde es scheinbar noch viel extremer gehandhabt. Nämlich mit riesigen explodierenden Hämmern. Klar, das sind die Pulverfässer, die bauen einfach nur so einen Quatsch. Aber die Tatsache, dass man sowas überhaupt sich ausdenkt, spricht schon sehr dafür, was das für eine Zeit gewesen sein muss, als die alten Jäger noch unterwegs waren. Aber gut, ich meine, die Bestien sind eine komplette Plage für die Stadt. Die töten haufenweise unschuldige Bürger. Die eigene Familie steht wahrscheinlich auch auf dem Spiel. Da ist es klar, dass die Leute sehr viel Wut gegen diese Bestien in sich tragen und die mit aller Macht vernichten wollen. Das kennt man ja heutzutage auch schon, wenn die Leute gegen irgendwas aufgehetzt werden. Und hier in dem Fall scheint es sogar legitim zu sein, weil bis auf Jura wissen ja alle, dass diese Bestien wirklich einfach Bestien sind. Das sind ja Monster einfach nur. So, ich springe hier jetzt mal runter.
Und hol den Gegenstand, der hier liegt. Alter Jäger, Zylinder! Alter Jägerzylinder, der mit Blut verschmiert ist. Früher einmal, als es Jäger noch wie Sand am Meer gab, war dieser Teil ihre Standardtracht. Interessant, das ist fast dieselbe Beschreibung wie bei der alten Jägermütze. Ganz nett. Das mit dem, dass es einen normalen Jägerhut und einen Zylinder dazu gibt, kennen wir ja von der normalen Jägerkleidung. Da gibt es ja auch den Jägerhut. Und eben den Zylinder. Nur, dass der Zylinder hier tatsächlich ein echter Zylinder ist. Also es scheint heute viel mehr um echte Eleganz zu gehen, als es damals zu gehen schien. So, jetzt muss ich ein Stück weit durch diesen Blutfluss durch. Da links hoch auf dieser Wiese ist quasi wieder der Eingang ins Haus ungefähr. Ich bin jetzt hier runtergesprungen. Muss ich halt gucken, wo ich bleibe. Weil jetzt kommen natürlich diese ganzen Blutlecker. Da geht's ins Haus hoch. Ich gehe gerade eine Straße weiter, nämlich hier. Man hört schon, wie es knallt und man hört, wie die Viecher kommen. Ich hole mir den fixesten Gegenstand. So. Die verfolgen einen nicht aus dem Blutfluss raus. Wir wissen, dass die Viecher total blutdurstig sind. Also die jagen scheinbar nur für Blut. Wenn die was Lebendes sehen, dann ist es wahrscheinlich eine bessere Quelle, weil es frisches Blut ist. Aber aus dem Blutfluss rausgehen, scheinen die keinen Bock drauf zu haben. Weil immerhin ist es, was sie essen. So, da schießt mehrere Leute schon auf mich. Ist nochmal eine andere Art von Waffe und so weiter. Man beachte vielleicht auch mal, wie die Kugeln aussehen, die sie verschießen, wenn sie sie schießen. Da steht noch einer. Man sieht direkt, wie hier Funken durch die Kutsche durchsprühen und wie diese Kugeln so ganz viele Kugeln auf einmal sind. Das ist auch eine neue Art von Gewehr quasi. Warum mache ich eigentlich Nahkampf? Wir haben doch die ganzen Werkzeuge. Naja. So. Und damit sind wir über diese Brücke gut drüber gekommen. Hier liegen noch ein paar tote Pferde und so. Ich weiß nicht, das ist für uns, glaube ich, nicht so wichtig. Hier gibt es nichts mehr. Da unten sieht man, geht der Fluss noch ein Stück weiter. Da hört er scheinbar auf. Da geht aber noch eine Höhle rein. Weil wir müssen ja irgendwie zu der Kathedrale ganz da hinten kommen. Also muss es da ja noch einen Weg hingeben. So. Oh, die spucken auch, die Viecher. Ein Fluss aus Blut ist natürlich ein sehr starkes Bild. Das kommt auch nicht von ungefähr sowas. Das ist natürlich eine Anspielung. Und da möchte ich jetzt nichts Falsches erzählen, aber das kommt aus dem Buddhismus und da möchte ich mich bei allen entschuldigen, die sich mit Buddhismus auskennen und falls ich jetzt was völlig Falsches erzähle. Aber so wie ich das verstehe, gibt es im Buddhismus auch verschiedene Höllen oder verschiedene Kreise der Höllen. Also Kreise der Höllen kennt man ja auch aus dem Christlichen. Also da gibt es verschiedene Höllen für, ich glaube, verschiedene Sünden oder so, verschiedene Straftaten, die man begangen hat im Leben, für die man in die Hölle kommt. Und da gibt es auch einen Kreis der Hölle, in dem tatsächlich einfach ein Fluss aus Blut dieser gesamte Höllenkreis oder diese gesamte Hölle ist, in dem sich dann die Leute, die halt in der Hölle sind, diesem Blut die ganze Zeit winden müssen und ich weiß nicht, da werden sie wohl gefoltert, da gibt es irgendeinen Pferdedämon, der dann die Leute foltert. Also Pferdedämonen sind ja auch ein ganz bekanntes Bild, das kommt ja in sehr, sehr vielen Anime und so weiter vor, also zumindest im Japanischen ein bekanntes Bild, bei uns nicht so sehr. Und der kommt wohl direkt aus dem Buddhismus, dieser sogenannte Pferdedämon. Ist halt auch ganz witzig, weil hier sehr viele tote Pferde liegen, aber das ist natürlich auch einfach, weil in Yharnam generell viele tote Pferde liegen. Pferde waren ja mal scheinbar ein beliebtes Transportmittel. So, hier kann man per Treppe einfach in diesen einfach in den Fluss runterlaufen, aber das mache ich nicht, weil dann sieht man schon den dicken Popo von solchen Viechern. Was bedeutet erhöht Bestientum? Das kann ich natürlich fix erklären. Bestientum ist quasi der Wert, den man bekommt, wenn man eine Bestienbluttablette isst. Das ist ja diese Art Berserker-Modus, dass man für jeglichen Schaden, den man anrichtet, auch mehr Schaden verursacht, aber auch mehr Schaden erhält. Dann geht so ein kleines Meter mit der Zeit hoch. Und Bestientum bedeutet quasi, wie hoch dieser Wert werden kann. Das heißt, je höher das ist, umso mehr lohnt es sich, diese Tabletten zu nehmen. So. Wollte ich nur kurz am Rande erklären, weil die Frage im Chat gerade aufkam. So, ich gehe jetzt mal hier weiter. Das Gebäude kennen wir, das ist die Ödenkapelle. Da sind wir jetzt einmal quasi komplett drumherum gelaufen und hier geht ein kleiner Weg einfach in die Kapelle rein. Und vorne leuchtet was.
Und da steht ein Typ. Einer, mit dem wir mal reden können, ausnahmsweise mal netter. Ihr seid eine Jägerin, weil eurem gesunden Verstand was. Ihr habt wohl die falsche Abzweigung genommen. Tja, wir sind uns ähnlicher, als ihr glaubt. Das hier ist der Albtraum des Jägers, wo alle Jäger enden, die trunken von Blut sind. Ihr habt sie schon gesehen. Ziellose, wandernde Jäger, geifernd wie Bestien. Das hier ist, was die armen Narren zu erwarten haben. Also, seid nicht unbesonnen. Kehrt um, bevor es zu spät ist. Es sei denn, ihr habt ein Interesse an Albträumen. Der hat uns ja jetzt relativ eindeutig erklärt, worum es hier geht. Das ist im Grunde genommen, was ich vorhin alles schon erzählt habe, aber hier hat er es nochmal quasi zusammengefasst, dass dieser Albtraum der Jäger hier eben für die Jäger ist, die hier die ganze Zeit Bestien jagen müssen, weil sie eben bluttrunken sind. Scheint so eine Art Strafe zu sein. Der sagt jetzt hier, dass wir hier eigentlich nichts verloren haben. Ich kann jetzt einfach sagen, ich habe kein Interesse, dann ist es ihm auch egal. Aber ich sage mal, Albträume sind faszinierend, weil wir sind hier ja natürlich aus einem gewissen Grund da. Ah ja, ich verstehe. Ihr ahnt ein Geheimnis im Albtraum und könnt es nicht ertragen, dem nicht nachzugehen. Als ob der Geist von Bergenworth in euch weiterleben würde. Solche wissbegierigen Jäger finden den Albtraum reizvoll. Aber nehmt euch in Acht. Geheimnisse sind aus gutem Grund geheim. Und manch einer möchte nicht, dass sie enthüllt werden. Insbesondere, wenn die Geheimnisse ganz besonders ungebührlich sind. Er redet sehr lustig im Deutschen. Der Typ heißt Simon, also Simon. Und er scheint zu wissen, was hier los ist. Oder er scheint zumindest mehr Ahnung zu haben, als wir, was hier los ist. Aber er hält uns jetzt auch nicht davon ab, hier unserer Neugierde nachzugehen, um rauszufinden zu wollen, warum dieser Albtraum hier überhaupt existiert. Weil da muss es ja einen Grund für geben, scheinbar. So, ich mach mal die Tür hier auf. Und zu Fabio Diamante kann ich gerade sagen, ja, das lohnt sich mehr beim Boss, auf die erste Frage. Und die zweite ist, die Waffen, die ich benutze, sind ein Sägespeer und ein gewundener Stock und ein Tonitrus, je nach Situation. Meistens den Sägespeer. So, mal eben schauen. Wir haben ein paar Echos, aber wirklich viele sind es noch nicht, deswegen lasse ich das gerade mal alles, wie es ist. Und wir gehen mal weiter. Aber wir haben jetzt quasi den Weg zur Lampe wieder freigeschaltet, eine Abkürzung. Der gesamte Bereich, den wir bisher erkundet haben, den muss ich jetzt nicht nochmal machen. Wobei, es gibt jetzt hier aber, also da drüben sehen wir ja schon eine Höhle, die irgendwo reingeht. Bei dem Haus gab es noch einen zweiten Ausgang. Und da hinten gibt es auch noch einen Weg. Und hier gibt es auch noch einen Weg. Den gehe ich jetzt als allererstes, denn der ist die allerkürzeste Sackgasse. Und das ist ja immer so, man will ja erstmal alle Wege erforschen, bevor man den Weg findet, bei dem es wirklich weitergeht. So, hier unten sieht man schon, dass das Blut weitergeht. Da hinten ist eine alte Jägerglocke, um einen anderen Jäger zu beschwören. Das ist aber auch immer noch nicht die Kathedrale, wo wir da stehen. Naja, hier kommt man leider nicht durch. Schutzmann Handschuhe. Oh, wo sind die denn jetzt? Genau. Es war einmal eine Truppe fremder Schutzmänner, die eine Bestie bis nach Jarnum verfolgte. Und dies haben sie getragen. Die Schutzmänner fielen, bis auf einen Überlebenden, der Bestie zum Opfer. Dieser hat die Kreatur im Gegenzug ganz alleine vollständig verschlungen. Dieses Märchen gehört zu den Lieblingen der Jarnum-Mythen, die allen Geschichten zugetan sind, in denen es um aufgeblasene, intolerante Fremde geht, die für ihre Ignoranz büßen. Dadurch schmeckt das Blut so viel süßer. Dieses Märchen, der erste Absatz, ist ganz nett, weil der spricht ja, also das Märchen selbst dreht sich mal wieder um Leute, die nicht aus Jarnum kommen. Da gibt es ja einige Geschichten, wir treffen ja unglaublich viele Jäger im Spiel, die selbst scheinbar gar nicht aus Jarnum kommen. Also wir wissen ja von Eileen und von Henrik und so weiter und so fort. Und hier scheint es einen zu geben, der selbst einfach mal eine Bestie verschlungen hat. Und es ist natürlich, hier steht ja nicht einfach ein Märchen auf so einem Gegenstand. Das hat natürlich eine Hand und Fuß in dem Spiel selbst. Normalerweise würde ich denken, oh, dieser Schutzmann, der Bestien frisst, ist bestimmt der nächste Boss. Das ist allerdings nicht der Fall. Aber um den wird es schon noch gehen.
Der untere Absatz hingegen, der finde ich sehr interessant, weil der zeigt zum einen immer, wie immer sehr, dass die Janemiten einfach sehr fremdenfeindlich sind. Und das habe ich ja irgendwann auch schon mal erzählt, dass das Ganze, wie sich die Janemiten gegenüber Fremden verhalten und so weiter, sehr starke Gesellschaftskritik an Japan selbst ist, weil das Spiel kommt ja aus Japan und in der japanischen Kultur ist man auch sehr fremdenfeindlich, habe ich mir zumindest sagen lassen. Da kenne ich mich auch nicht sehr gut aus, aber die sind wohl auch sehr verschlossen gegenüber Fremden und sehr xenophob. Also das habe ich schon sehr oft gehört, da glaube ich sofort, dass es so sein wird. Und die Janemiten und Japaner verhalten sich da wohl in der Hinsicht relativ ähnlich, weil die Janemiten haben wir ja gesehen, okay, das ist natürlich ins Extrem getrieben, die attackieren mich ja quasi sofort, sobald ich irgendwo auftauche, weil sie sofort sehen, dass ich nicht aus Janem bin. So, ich schau mal, wie viele Echos wir eigentlich brauchen, aber ich glaube, wir brauchen viel mehr. Tatsache. Dann ändere ich jetzt mal ein bisschen was. Nein, tue ich nicht. Ich gehe einfach mal einkaufen, ein bisschen shoppen. Weil wir mal wieder viel zu wenig Blutfionen haben. Wie immer. So. Und jetzt kommt der große Reveal. Die große Enthüllung, an welchem Grabstein das jetzt wohl ist, wo wir gerade waren. Weil normalerweise würde man denken, na klar, das ist ein Albtraum. Der wird wahrscheinlich am Grabstein des Albtraums sein. Ist er aber gar nicht. Ganz im Gegenteil, er ist völlig woanders. Nämlich an diesem Grabstein hier. Bei dem wir ja schon einige Male standen und uns gefragt haben, was es mit dem auf sich hat. Nicht nur, weil mit dem nichts war, sondern halt auch, weil sehr viele Sachen mit diesem Grabstein irgendwie im Zusammenhang stehen. In der Wachwelt, da gibt es ja auch diese Werkstatt. Und in der Wachwelt-Version der Werkstatt ist dieser Grabstein der einzige, der da insgesamt steht. Und hier stehen überall Grabsteine, und zwar nicht zu knapp. In der Wachwelt-Version haben wir bei diesem Grabstein auch den alten Jägerknochen gefunden, der quasi der Knochen eines Lehrlings des alten Germans ist. Dazu kann man gerade noch mal kurz was sagen, weil der ist jetzt kurz interessant. Es heißt, dass er ein Lehrling des alten German und ein Fachmann für die Kunst der Beschleunigung war, einer speziellen Technik der ersten Jäger. Es ist besonders angemessen, dass Jäger, die Träger der Fackel, die durch den Traum angetrieben werden, seinen Gebeinen eine alte Kunst entlocken. Wir können quasi durch diesen Knochen die Beschleunigung lernen. Diese Beschleunigung ist ja quasi das hier, dass wir quasi beim Ausweichen in einem Nebel verschwinden. Dadurch weicht man auch ein bisschen besser aus. Ich benutze es nie, weil es zu viele Quecksilberkugeln für uns kostet und wir andere Zauber haben, die wichtiger sind. Wir haben jetzt in dem Traum, in dem Albtraum des Jägers, aber echt schon viele Jäger gesehen, die das quasi auch gemacht haben, die den Knochen aber nicht benutzen mussten. Und das ist nicht so, als würde man nur nicht sehen, wie die den benutzen. Wir haben auch schon Jäger in der Wachwelt getroffen, die den alten Jägerknochen benutzt haben, zum Beispiel die blutige Krähe von Kanehurst, die wir in Folge 13 oder sowas gekämpft haben in der großen Kathedrale, die hat ja auch explizit den alten Jägerknochen benutzt, um Beschleunigung anzuwenden. Aber die Jäger in dem Albtraum des Jägers, die können das scheinbar einfach so. Und es stand ja beim Knochen dabei. Wir können ihm das entlocken, aber die alten Jäger damals, das war damals quasi eine spezielle Technik der ersten Jäger. Das heißt, dieser ersten Jäger, die konnten scheinbar von alleine diese Beschleunigung, braucht nicht extra so einen Knochen dafür, weil irgendjemandes Knochen muss ja der erste gewesen sein, der es konnte. So. Zusätzlich ist die Sache, dass die Puppe ganz oft hier an dem Grabstein gebetet hat. Meistens, also ich habe es eigentlich nie geschafft, ihr Gebet auch anzuhören, aber ich habe es jedes Mal wieder erwähnt. So, ich schaue gerade mal, ob German ausnahmsweise mal da ist. Das vergesse ich immer mal zu schauen, weil ganz ab und an sitzt der hier hinten in seinem Rollstuhl und brabbelt im Schlaf. Ist auch interessant. Jetzt können wir uns jedenfalls mit diesem Grabstein hier teleportieren. In den Albtraum des Jägers. Und das macht natürlich auch eine ganze Reihe an interessanten Sachen auf, wenn man dieses ganze Gebiet des Albtraums des Jägers, also alles, was jetzt zum Download-Content gehört, durchgemacht hat, werden sehr, sehr viele Fragen der Geschichte von Bloodborne beantwortet, besonders viel über die Jäger und die Kirche. Aber auch die Tatsache, dass es genau dieser Grabstein ist, den man benutzen muss, um hinzukommen, macht halt auch am Ende sehr viel Sinn. So ein kleiner Spoiler. So, mit Simon beschäftige ich mich jetzt gar nicht weiter. Den werden wir auch noch ein paar Mal treffen. Der hat ja, wie gesagt, scheinbar Interesse dran, dass wir irgendwie diese Geheimnisse des Traumes und so weiter lüften, was auch immer. Dann werden wir das mal versuchen. So. Und das bedeutet als erstes, dass ich wie ein Wahnsinniger hier einfach durchrenne.
So, ich lege mich mit den Viechern nicht an. Das habe ich ja direkt gesagt. Es kann natürlich sein, dass man mit denen ganz gut klarkommt, wenn man es weiß, wie. Und ich habe ja in Kanehurst schon gegen einige gekämpft. Vielleicht würde ich es hinkriegen. Aber das ist jetzt eigentlich nicht Sinn der Sache. Es dauert einfach zu lang. Und das sind mir zu viele. Ich habe keine Lust drauf. So. Kurze Heilung. Und ich renne direkt weiter. Hier in einen Tunnel rein. Da ist direkt so ein... ja, wandelnder Albtraum. Den muss ich kurz erledigen. Der lässt nämlich Blutsteinbrocken fallen. Die können wir mal gebrauchen. So. Kurz zur Orientierung. Hier über uns ist diese Brücke, wo diese ganzen Geschosse standen und diese versteinerte Amygdala und sowas. Und jetzt sind wir in einer Höhle darunter. Habe ich die Laterne an? Ja. Die mache ich mal aus. Jetzt wird es nämlich spannend. Da steht ein Jäger. Und er kommt sofort auf uns zugelaufen. Und natürlich packt er ein Maschinengewehr aus. Eine Gatling Gun. Man sollte meinen, ich wüsste, was ich tue, aber es ist wie immer nicht wahr. Er hat ein Sägespeer, genau wie wir. Der hat auch unglaublich viel Leben und macht viel zu viel Schaden für unser Wohl. So, jetzt wird er natürlich in kürzester Zeit anfangen, seine Gatling Gun wieder auszupacken, klar. Ah, schön. Und ich habe ihn geschafft. Das ist schön. Der ist nämlich auch wirklich garstig. Da bin ich mal sehr zufrieden mit mir selbst. Und er lässt das Gatling-Geschütz direkt fallen, was er gerade benutzt hat. Eine Gatling-Gun haben wir in diesem Spiel schon einmal gesehen. In Alt-Yharnam. Da hat der gute Jura sie benutzt, um uns von einem Turm aus zu beschießen. Er hatte so eine Geschütz-Gatling-Gun. Der hier hat einfach eine getragen. Auffällig, er trug das Aschenjäger-Gewand. Nein, das versenkte Jäger-Gewand, so heißt es. Das ist eine direkte Rückbesinnung auf Alt-Yharnam. Das haben wir auch in Alt-Yharnam gefunden. Das haben quasi Leute, die damals Alt-Yharnam in Anführungszeichen gereinigt haben, die haben das scheinbar getragen, um sich vor dem Feuer zu schützen. So, ich gucke mir einfach mal an. Tragen können wir die nicht, dafür sind wir viel zu schwach. Gatling-Geschütz. Dies ist eine stark modifizierte, tragbare Version des stationären Gatling-Geschützes, welches vom alten Jäger Jura in Alt-Yharnam bedient wurde. Haben wir's. Für den jüngsten von Juras drei Gefährten war das die Waffe seiner Wahl. Das Gatling-Geschütz besitzt eine außergewöhnliche Schnellfeuerfunktion, wird jedoch aufgrund seines hohen Gewichts und des ungeheuren Verbrauchs an Quecksilberkugeln als hinderliche Waffe angesehen. Der letzte Absatz ist wahr. Das Ding ist natürlich der absolute Hammer, weil eine Gatling-Gun ist natürlich einfach nur geil. Aber es verbraucht sehr viele Kugeln und dafür macht es am Ende leider nicht genug Schaden. Aber es ist natürlich cool, um so ein bisschen Druck auf Gegner auszuüben und so weiter. Wenn man jetzt Gegner hat, die gerade gegen Fernkampf anfällig sind, lohnt sich so ein Ding natürlich auch. Wie dem auch sei, ist es natürlich mehr oder weniger eindeutig geschrieben. Das Ding ist das gleiche, was Jura trägt und er hatte... drei Gefährten hatte Jura und der jüngste davon hat diese Gatling Gun getragen. Es ist natürlich naheliegend, dass der jüngste davon der ist, den ich gerade getötet habe. Er trug einen Sägespeer und das, jetzt habe ich wieder den Namen vergessen, das versenkte Jägergewand. Und das ist ja was mit Alt-Yharnam im Zusammenhang steht. Jura ist da und so weiter. Es ist, denke ich, eindeutig, das ist dieser jüngste von den drei Gefährten. Und das ist so ein bisschen so eine Ockhams Rasiermesser-Sache, so. Es ist nicht klar, aber es ist, denke ich, sehr eindeutig, dass der Jäger, der unten am Turm von Jura gegen uns gekämpft hat, der hat auch ein Sägespeer benutzt, hat auch dieses Gewand getragen, aber halt eine normale Schusswaffe, dass der zweite von diesen drei Gefährten von Jura war. Und der dritte war wahrscheinlich der, bei dem wir das Set gefunden haben, der tot war. Das ist
meiner Meinung nach das Einzige, was Sinn macht, weil natürlich kann man sagen, ja, aber am Anfang der Folge hast du gesagt, Leute können tot sein und trotzdem im Albtraum sein. Warum ist der, wo wir die Rüstung gefunden haben, nicht der, gegen den ich gerade gekämpft habe? Ganz einfach, weil wir jetzt an mehreren Stellen schon gehört haben, dass die alten Jäger einfach verschwunden sind, die wir hier im Albtraum treffen. In der Wachwelt sind die weg. Das sind nicht Tote, deren Geister hier gefangen sind, sondern das sind Leute, die aus der Wachwelt entführt wurden, so wie wir, und hierher gebracht wurden. Das ist eine ganz, ganz andere Sache als nur der Geist von denen, so wie bei Mikuláš. Und wir haben bei dem in der Wachwelt, bei dem wir auch die Kleidung gefunden haben, den Gewehrspeer gefunden, was ja auch eine ganz eindeutige Pulverfasswaffe ist, also von den Pulverfassjägern. Da ist es natürlich nachvollziehbar, denke ich, logisch, dass der dritte von diesen drei Gefährten von Jura diesen Gewehrspeer benutzt hat. So. Man beachte gerade mal kurz, dass hier, ich gucke mal, ob ich eine Fackel habe. Dass hier nicht nur Grabschimmel wächst, sondern hier liegen auch haufenweise Leichen auf der Erde. Richtig schön blutige. Das hier ist ja quasi die Höhle, in die fließt dieser Fluss aus Blut hinein. Der Fluss aus Blut, der ist auch einfach großteils gesäumt mit Leichen. Das habe ich jetzt natürlich draußen, wo ich einfach an diesen Blutleckern vorbeigerannt bin, schwer zeigen können, aber es ist hier nicht anders. Überall liegen einfach Leichen. Das ist natürlich dann auch wieder sehr wie diese buddhistische Hölle, von der ich vorhin geredet habe, dass da einfach quasi die Leute in diesem Bereich liegen und leiden, was auch immer. So, und ich erforsche jetzt mal weiter diese finstere, dunkle, gruselige Höhle. Man hört ja auch Geräusche, wenn man aufpasst. Ah, da sieht man auch was stehen. Da steht ein Monster. Und zwar nicht irgendeins. Es ist die bluthungrige Bestie aus Aldianum. Also es ist nicht die bluthungrige Bestie aus Aldianum. Es ist eine Bestie, die wie die bluthungrige Bestie aus Aldianum ist. Und hier ist noch so ein Typ mit so einem Tuch. Haben wir auch schon in Aldianum gesehen. Vieles hier erinnert stark an Aldianum. Das wird kein Zufall sein, dass der Begleiter von Jura, der die Bestien von Aldianum beschützt, hier in der Höhle steht und alles erschießt, was in die Höhle reinkommen will. Wahrscheinlich will er auch die Bestien beschützen. Das sind eben diese weiblichen und männlichen Biestpatienten. Haben wir alles ja schon mal gesehen. So. Ich lege mich mal mit ein paar von denen an. Wir haben ja auch gerade schon gesehen, dass da irgendwo unten diese bluthungrige Bestie lauert. Für den Zweck rüste ich mal ein bisschen was anderes aus, nämlich das hier. So, man weiß ja nie, wann man es gebrauchen kann. Ich bin jetzt einfach mal vorsichtig, dann kann man sich die Höhle auch mal wirklich in Ruhe ansehen. Der will nicht. Der will mich locken. Der will, dass ich zur bluthungrigen Bestie laufe. Nix mache ich. So, und jetzt, wo ja alle von den Kleinen tot sind und die Gefahr davon nicht mehr herrscht, machen wir mal den Quatsch hier. Es ist quasi dasselbe Monster. Wir kennen es schon, wir haben es als Boss schon bekämpft. Ich weiß nicht genau, wieso es bluthungrig ist in einem Fluss aus Blut. Dauert natürlich gegen das zu kämpfen, weil es einfach immer noch viel zu viel Leben hat. So, na also. Es ist auch tatsächlich ein bisschen wie der Boss. Ich glaube, es hat fast gleich viel Leben. Es ist auch nur einmal da. Das ist ganz nett, so ein kleiner Mini-Boss. Das hat man in Bloodborne ja sonst eigentlich nicht. Da hat man eigentlich nur Jäger und sonst sind alle Gegner immer wieder da. Das Vieh hier scheint einzigartig zu sein, soweit ich weiß. Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher. So, Zwillingsblutsteinscherben, man findet hier sehr viel so Blutsteinscherben, Dunstblut, Edelsteine und so weiter. Aber das Interessanteste, was man hier findet, ich kann gerade mal gucken, ob ich doch wieder die Fackel nehme.
ist das hier. Bei der Leiche eines Jägers finden wir amygdalanischer Arm. Im Englischen amygdalan Arm, also Arm einer Amygdala. Oder eines Amygdalas. Was auch immer. Wir gucken gerade mal, wo ist er hier. Können wir leider auch nicht tragen, dann kann ich den Effekt nicht zeigen. Irgendwann level ich unsere Stärke, dann können wir mehr Waffen tragen. Weil das ist, woran es meistens hapert bei uns. Der Arm eines kleinen Amygdala großartigen. Streng genommen ist der amygdalanische Arm keine Trickwaffe. Allerdings führen ihn einige Verrückte wie Keulen. In der Ausgangsform ist er eine robuste Hiebwaffe aus Knochen. Im verlängerten Zustand jedoch zittert die Hand, als ob sie noch lebendig wäre. Das muss ich jetzt leider einfach beschreiben, weil ich es wie gesagt nicht zeigen kann, weil unsere Stärke zu gering ist. Das Ding ist, wie er auf dem Bild einfach so eine richtig dicke Keule. Also oben rechts ist der Griff und unten links dieses komische Gebilde ist die Keule selbst. Und im Trickmodus ist so ein weicher, glibbriger Tentakel ausgefahren. Also man sieht ihn auch so ein bisschen, so ein sensenartiger Klingententakel. Sieht ein bisschen aus wie der Finger einer Amygdala oder eines Amygdalas. Und er bewegt sich immer noch so ein bisschen und er zappelt nicht nur wild rum, weil man ihn durch die Gegend schleudert. Es ist wirklich so, man schlägt mit der Keule, die Keule liegt auf dem Boden und dann fängt der Arm an, um sich zu schlagen. Es ist total absurd und der Hammer, aber ich kann es leider jetzt nicht zeigen, irgendwann andermal. Das Schöne finde ich, dass da extra der erste Satz steht, der Arm eines kleinen Amygdala-Großartigen. Es war bisher immer die Frage, ist Amygdala nur der Amygdala, gegen den wir in der Albtraumfront gekämpft haben, und alle anderen, die wir im Spiel sehen, sind diese falschen Gottheiten, wie sie im Future Press Guide bezeichnet wurde. Aber scheinbar ist dem nicht so. Scheinbar heißen die alle Amygdala. Und eine auch sehr interessante Sache, das ist mir allerdings nicht selbst aufgefallen, da muss ich, glaube ich, Credit zu irgendeinem YouTube-Kommentator geben von einem Video von Aegon of Astora, der ja auch so einen kompletten Lore-Playthrough zu Bloodborne gemacht hat in Englisch. Da hat einer in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass man diesen Amygdala-Arm hier in der Höhle findet, mehr oder weniger direkt unter der versteinerten Amygdala, die oben auf der Brücke liegt. Und das finde ich sehr witzig, weil diese versteinerte Amygdala, oder die sehr versteinerte, immer bleibe ich beim Weiblichen, dieser versteinerte Amygdala, der ist ja schon halb in den Boden eingesunken und Teile seiner Arme fehlen. Die Keule scheint ja auch kein ganzer Arm zu sein, sondern auch nur der Teil eines Arms. Und dann kann es natürlich sein, dass der irgendwie einfach da unten durchgefallen ist oder sowas. Ich weiß nicht. Amygdalas existieren ja so ein bisschen zwischen den Welten und so weiter. Vielleicht ist es auch einfach nur... Naja, ich glaube schon, dass es sehr bewusst so platziert ist. So, wie dem auch sei, ich muss jetzt hier wieder raus. Es gibt ja noch andere Orte zu erkunden und die Zeit rennt wie immer, deswegen renne ich jetzt einfach auch mal. So, ich möchte jetzt eigentlich wieder ins dunkle Haus zurück. Oh Gott, jetzt fangen sie an zu spucken. Die Dinger sind unangenehm, Zeitgenossen. So, hier möchte ich rein. So, dann sind die wieder tot. Dann sind wir ja vorhin hier runtergekommen. Da war diese schöne Falle, wo wir den Eruptionshammer gefunden haben. Und hier geht es jetzt dahin, wo ich erzählt habe, dass es in dem richtigen Zentrum von Yharnam da ja zur Lampe geht. Und wo es da auch hingeht, ist Gilberts Haus. Das ist ja direkt bei der Lampe. So. Ich nehme gerade mal das hier. Und guck mal, ob ich hier irgendwas habe, was vielleicht besser wäre. Ah, das ist doch ganz nett. Ja, man merkt schon, immer wenn ich mich vorbereite, da kommt natürlich gleich was Schönes, Knackiges. Weiß ja nie. Ein Jäger steht da vorne. Nicht nur irgendeiner. So ein haariger Typ, der sieht ein bisschen aus wie das Klerikerbiest. Der schreit wie ein Biest. Das heißt, ich werde es in Flammen setzen. Das ist natürlich, was man macht mit Biestern. Ist haarig, hat Klauen. Ich habe jetzt das Blei-Elixier getrunken, weil das quasi bedeutet, dass er uns nicht einfach umwirft, wenn er uns schlägt. Das ist ganz praktisch. Sein Gesicht ist auch bestienartig und sowas. Also seine eine Hand ist eine Bestienhand, seine andere ist so eine Holzklaue. Und wenn wir ihn töten, wird er kurz einfach wieder zum Mensch. Er lässt das Feuerhammerabzeichen fallen. Da ist jetzt natürlich die Verwirrung groß, was war mit dem los? Warum sah der so besonders aus wie so eine Bestie? Die Waffe, die er trägt, ist eine Waffe, die ist gar nicht aus dem Download-Content hier, sondern aus den Kelchverliesen sehr tief drin.
Die werden wir halt erst in Ewigkeiten irgendwann da mal ausgraben müssen. So, ansonsten ist hier nichts mehr. Aber es ist tatsächlich, in der Wachwelt steht hier genau die Lampe. Das hier ist das Haus von Gilbert. Hier natürlich mit geschlossenem Fenster, weil es ist ja nicht das echte Haus von Gilbert. Hier geht die Leiter runter, um in Richtung Josefkas Klinik zu kommen. Und da geht's auf die große Straße, wo die brennenden Werbeverhängen und sowas. So, ich lese erstmal kurz das Abzeichen durch, was wir jetzt gefunden haben. Wir haben ewig kein Abzeichen gefunden. Na, stimmt ja gar nicht. Ja. Feuerhammer-Abzeichen. Ein Abzeichen, hergestellt von der Otto-Werkstatt, dem Vorläufer der Werkstatt der ketzerischen Pulverfässer. Die Pulverfässer wurden von einzigartigen Ideen angetrieben und stellten seltsame Waffen größter Komplexität her. Es ist eindeutig, dass sich die Philosophie der Pulverfässer zu dieser Zeit bereits durchgesetzt hatte. Also die Otto-Werkstatt steht da ja auch, die Vorläufer der ketzerischen Pulverfässer. Die Pulverfässer werden immer als ketzerisch bezeichnet, aber immer nur in Beschreibungen über die Pulverfässer selbst. Man sieht nie irgendwas anderes, was sagt, oh, diese ketzerischen Pulverfässer, wir als die Kirche sind nicht ketzerisch oder so weiter. Ich meine jetzt zum Beispiel, die Ekelblüter werden auch oft als ketzerisch bezeichnet, aber eben auch in sehr vielen Sachen, die sich nicht um Ekelblüter drehen, sondern eben in Sachen, die sich um die Henker drehen zum Beispiel, weil sie die direkten Feinde sind. Bei den Pulverfässern ist jetzt so ein bisschen fragwürdig, sind die ketzerisch als ketzerisch bezeichnet von der Kirche, weil sie Aldianum zerstört haben und die Kirche hat dann gesagt, das sind Ketzer, so wollen wir die Bestien nicht jagen. Ich meine, die haben ja Aldianum komplett angezündet. Das ist natürlich sehr die Holzhammer-Methode. Ich meine, nur weil ein paar Bestien rumlaufen, die ganze Stadt anzuzünden, da freut sich am Ende ja auch keiner, dass die Bestien dann nicht mehr leben, weil kein anderer mehr lebt. Ist natürlich gut möglich, dass die Kirche damals gesagt hat, so, ja, das, was in Aldianum, also wir wollen ja die Bestien vernichten, aber das, was in Aldianum gelaufen ist, das wollen wir so nicht haben. Die Pulverfässer waren das, das waren nicht wir, die sind die Ketzer zum Beispiel. Weil wir wissen ja, dass die Jäger, gerade die späteren sehr bekannten Jäger unter Ludwig und so, sehr von der Kirche angeheuert waren. Aber da werde ich später nochmal drüber reden. Es kann natürlich aber auch sein, dass die Pulverfässer einfach dadurch, dass sie eben so viele Bestien gejagt haben, größtenteils alle bluttrunken sind. Und deswegen hier in diesem Albtraum gelandet sind, weil sie von diesem Amygdala bei der Ödenkapelle entführt wurden. Oder vielleicht gibt es auch andere, die das machen. Vielleicht gibt es mehrere Amygdalas in Janem, die nichts anderes machen, als bluttrunkene Jäger zu packen und hierher zu bringen, als so eine Art Bestrafung. Vielleicht ist dieses Bluttrunkensein das Ketzerische und die Großartigen entscheiden, wer ein Ketzer ist und wer nicht. Was natürlich dem Gleichnis, dass die Großartigen quasi sowas wie Götter sind, ja, durchaus zuträglich ist. Also es ist ja schon so, dass man zu den Großartigen sehr aufsehen kann und so weiter. Die sind ja auch sehr mächtig. So, ich würde eigentlich gerne wieder nach Hause. Ha, der Jäger hier ist nicht wieder da. Komisch. Der war aber was Besonderes. Ach nee, er ist darüber gelaufen. Ach je. Ist natürlich jetzt auch unangenehm. Ich treffe den nicht mal mit den Hand. Ah, ich bin mal so frei. Oh, so frei bin ich. Ich bin so frei, dass ich einfach wegrenne. Das mache ich ja immer mal gern. Ihr kennt mich ja. So, ich renne wieder in die Sicherheit der Kapelle. Ich gehe einfach mal kurz nochmal in den Traum zurück. Die Zeit rennt uns auch mittlerweile davon. Gehe ich wirklich in den Traum? Ja, ich gehe in den Traum zurück und gebe die paar Echos, die wir haben, noch schnell aus. Und dann versuche ich weiterzumachen. Wir haben jetzt quasi all die optionalen Gebiete hier erstmal freigeschaltet. Es gibt nur noch einen Weg, den wir gehen können. Oh, und ich kann natürlich nachgucken, was wir jetzt bei den Bartboten überhaupt kaufen können, nachdem wir jetzt das, wie heißt das überhaupt? Das Abzeichen gefunden haben. Ich vergesse den Namen, ich will immer sagen, das Otto-Abzeichen, aber es heißt ja Feuerhammer-Abzeichen. Nicht zuletzt, weil das Abzeichen selbst ist quasi dieser seltsame Haken, der ist der Abzug bei dem Eruptionshammer. Den sieht man in der kleinen Version hier aber leider nicht. Wenn man den Eruptionshammer tragen kann, dann kann man sehen, dass der Charakter immer, wenn man ihn aktiviert, der Hammer sieht eigentlich immer so aus. Und der Trickmodus ist nur, dass man diesen Ofen aktiviert und dann brennt er. Und dafür muss der Charakter diesen Haken umlegen. Und dieser Haken ist quasi genau, was dieses Feuerhammer-Abzeichen darstellt. Deswegen heißt es wahrscheinlich Feuerhammer-Abzeichen. Man kann davon ausgehen, dass wir den Feuerhammer jetzt kaufen können. Könnten wir wahrscheinlich sowieso, weil wir haben ihn gefunden, aber ja. Da ist der Eruptionshammer, können wir jetzt kaufen. Und das Durchschlaggewehr, das können wir uns aber nicht leisten. Wie schade. Aber wir können es uns fast leisten. Was wir auch kaufen können,
sind jetzt verspäteter Molotow-Cocktail und verspäteter Seil-Molotow-Cocktail. Die verhalten sich zueinander genau wie der normale Molotow-Cocktail und der Seil-Molotow-Cocktail. Den einen wirfst du nach vorne, den anderen nach hinten. Ich werde uns mal kurz 2000 Echos besorgen. Dann können wir uns das Gewehr kaufen. Einfach damit wir es haben und dann werde ich danach auch lesen. Das sind keine 2000 Echos. Bis ich jemals auswendig weiß, welches von diesen Dingern wie viele Echos gibt, spiele ich das Spiel wahrscheinlich nicht mehr. So. So. Ein Gewehr entwickelt von der Otto-Werkstatt, dem Vorläufer der Werkstatt der ketzerischen Pulverfässer. Dieses für die Jagd in engen Straßen entworfene Gewehr wurde dazu optimiert, Durchschusswunden zu verursachen, eignet sich jedoch nicht für zuverlässige Konterangriffe. Es macht Sinn, wenn ihr in so Gebieten wie Yharnam und gerade in Alt-Yharnam, wo ja sehr viele sehr enge Gassen existieren, wenn die da jagen, dann macht natürlich ein Gewehr, was eher durchschlagend ist und weite Strecken zurücklegen kann, also wo die Kugeln weite Strecken zurücklegen, macht ja völlig Sinn. Das ist das Gewehr, was diese gegnerischen Jäger hier auf der Brücke benutzen und so. Da fliegen so mehrere Kugeln so ganz klein geballt, das ist quasi wie ein Pistolenschuss, aber der durchschlägt tatsächlich auch Gegner, wenn man sie damit abschießt. Das heißt, man kann theoretisch mehrere Gegner, die hintereinander stehen, damit treffen. Dass es zuverlässig für Konterangriffe ist, bedeutet eigentlich nur, dass wenn ich es als mit meinem Charakter benutze, der Schuss einfach ein bisschen länger dauert als bei einer Pistole oder einem Blunderbuss, wie auch immer der jetzt wirklich heißt, Donnerbüchse. Die sind ja alle relativ schnell, damit kann man zuverlässig parieren. Bei dem Durchschlagsgewehr kann man das nur sehr schwierig. So. Jetzt sind hier wieder alle da. Es gibt noch einen Gegenstand zu holen. Dafür nehme ich mir einfach mal, ich gönne mir einfach mal ein blaues Elixier. Die sind immer schön. So, die sind mir egal. Wo ich hin will, ist da drüben. Da stehen nämlich drei von diesen Blutleckern einfach so. So, Schutzmanöver. Schön. Ah, und das war's auch schon wieder. Die Blutlecker sind mir ein bisschen zu stark. Aber ich renne jetzt einfach hier rein und hoffe, dass es war. Ja, sieht gut aus. Okay, ich bin durchgekommen. Neues Gebiet. Hurra. Hier sehen wir auch mal diese Schädelfelsen. Die haben wir hier überhaupt noch nicht gesehen. Die haben wir ja im Albtraum von Menses ganz viel gehabt, wo die Leute wahnsinnig geworden sind und sowas. Das sieht aus, als wäre so ein bisschen Foreshadowing, also so ein bisschen schon mal so eine Aussicht. Oh, hier kommt gleich was durch, dass man wahnsinnig wird wie in Menses, aber so ist es nicht. Außer man wird wahnsinnig von diesen Hunden, was ich gut verstehen kann. Man beachte, wie schnell die jetzt hier sogar sind. Und es kommen natürlich zwei davon, weil warum auch nicht? So. Ich vergesse immer, dass man Hunde einfach erschießen kann. So. So, diese Gebäude hier hinten kommen mir persönlich jetzt eher fremd vor. Ich weiß nicht, ob es in Yharnam wirklich Gebäude gibt, die so aussehen. Einfach in den normalen Gassen irgendwo bestimmt. Aber es ist jetzt kein Teil wie die ganzen vorherigen Teile, wo ich sage, ach, das ist ja das und das. Es kommt mir gerade alles sehr unbekannt vor. Das ist vielleicht ein Teil von Yharnam, den wir jetzt persönlich eben einfach nicht kennen. Denn Yharnam ist ja echt groß. Was auch immer das Ding hier zusammen, also diesen Albtraum hier designt hat, nenne ich es jetzt mal. Der scheint ja nicht umsonst auf Yharnam zu basieren. Irgendwas muss diese Stücke ja zusammengepackt haben. Die Person scheint mehr Teile von Yharnam zu kennen als wir. So, da hinten steht ein Jäger und es sind wie immer Raben. Schön. Auf manche Sachen kann man sich einfach verlassen, nämlich dass man immer Raben treffen wird. Was natürlich gut möglich ist, weil es ja scheinbar dieser Albtraum für sehr, sehr viele Jäger ist, dass dieser Traum, wir wissen ja vom Traum des Jägers, also von dort, wo die Puppe ist und so weiter, wissen wir ja, dass der in der Wachwelt so auch existiert, auf die eine oder andere Weise. Das heißt, die Träume scheinen ja auf Sachen zu basieren, die es im echten Leben gibt. Und das heißt ja auch, irgendwer muss ja quasi aussuchen, welche Orte zu Träumen gemacht werden und welche nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Großartiger loszieht und sagt, ach, der Ort gefällt mir, den mache ich zu einem Traum und der gefällt mir nicht, den mache ich nicht zu einem Traum. Uiuiui. Das muss ja irgendwo entschieden werden. Und ich kann mir vorstellen, dass das quasi von Menschen, die träumen, entschieden wird, zum Beispiel, oder von den Menschen, für die der Traum erschaffen wurde, aus deren Vorstellungskraft sowas in die Richtung,
Weil es ist ja durchaus möglich, dass zum Beispiel der Traum des Jägers auf Germans Erinnerung an die Jägerwerkstatt gebaut ist. Deswegen sieht es auch nicht hundertprozentig genauso aus, sondern nur sehr, sehr ähnlich, und es gibt Teile, die sind anders. Dann kann es natürlich sehr gut sein, dass diese ganzen Jäger, die wir hier in dem Gebiet treffen, dass die diesen gesamten Albtraum hier gemeinsam zusammengebaut haben, aus ihren Erinnerungen, wie Yharnam aussieht. Das würde erklären, warum so viele Stellen sehr vage aussehen, so nur dieses komische Geflecht haben. Das ist vielleicht einfach nur so approximiert so. Ja, ungefähr da war die Kathedrale, da war das Haus, und dann kommt aus dem Gedächtnis vom anderen, nee, die Kathedrale war doch ganz da drüben, deswegen gibt es jetzt zwei. Ist schwer zu sagen, Träume machen ja nicht immer Sinn in ihrer Architektur und so weiter. Das weiß ja jeder. So, eine Sache, die hier gerade auffällig war, die leben noch, die hier auf der Erde. Ich kann die auch nicht schlagen oder so. Es gibt manchmal welche, die kann man schlagen. Aber das sind gar keine Leichen. Oder zumindest nicht alles. Es sind auch sehr viele einfach leidende, scheinbar gehäutete Typen voller Blut. Widerlich. So, hier hinten kommt noch was. Noch ein Hund. Und noch ein Typ. Ansonsten ist das hier eine Sackgasse. Da oben liegt ein Gegenstand. Das hatten wir gerade da drüben auch schon. Überall liegen irgendwelche Gegenstände, die wir so nicht von unten rankommen. Da muss man wohl von oben irgendwo hin. Hier sind wieder diese Felsen. Oh, man hört auch das Gestöhne der Leute auf der Erde. Und ich überlege gerade, wo es gerade am meisten Sinn macht, jetzt hinzugehen. Ah. Man beachtet, dass wir der Kathedrale langsam schon sehr, sehr nahe kommen. Ich gehe erstmal hier lang. Da drüben liegt nämlich auch noch ein Gegenstand auf dieser Mauer. Da kommt man nur hin, wenn man auf diese Balken runterspringt. Das haben wir ja auch in Yharnam schon oft gesehen. Das hier erinnert mich gerade ein bisschen an die Kanalisationsteile. Auch mit diesen komischen Dingern hier, mit denen man Gewichte hochheben kann und so. Das gab es ja so prinzipiell alles in Yharnam schon. Wir haben nur genau diese Straße hier, glaube ich, nie gesehen. Man sollte meinen, man kann da jetzt irgendwie rüberspringen, kann man aber immer noch nicht. So. Schutzmann-Gewand. Ich habe jetzt vorhin die Schutzmann-Hose gefunden. Aber der Text ist derselbe wie bei den Handschuhen. Und jetzt ziehe ich das alles einfach mal an. So sieht das Ganze aus. Kommt vielleicht dem einen oder anderen bekannt vor. Das haben wir schon mal jemanden getroffen, der das getragen hat. Gerade diese Lampe links, also nicht unsere leuchtende Laterne, sondern die auf der anderen Seite, habe ich, glaube ich, sogar angesprochen. Aber da reden wir jetzt erstmal nicht drüber. Das wird wahrscheinlich in der nächsten Folge ganz großes Thema, was diese Schutzmannkleidung genau soll. Wem die gehört hat, von wem da alles die Rede ist und so weiter. Falschen Handschuh angezogen. Peinlich. Da haben wir noch genug Zeit, uns damit zu beschäftigen. So, was ich jetzt noch mache, ist hier noch ein kleines weiteres Extragebiet abgrasen. Es gibt ja immer noch was und noch was zu erforschen. Und dann wird langsam auch schon die Zeit knapp. So, da drüben liegt ein Gegenstand. Und da ist ein Jäger mal wieder. Ah ja, ja, und der ist schnell. Und der lässt sich nicht davon abhalten, dass man ihn schlägt. Ey. Und er kann auch diese... Beschleunigung, wie sie heißt. Okay, das war knapp. Der war schon ein bisschen stärker als andere Jäger. Der hat auch diese gelb leuchtenden Augen. Das haben wir auch die mit den Eruptionshammern immer gehabt. Blutfiole. Und ein zweiter Gegenstand hat er fallen lassen, nämlich Gewürm. Das ist das erste Mal, dass wir im Spiel Gewürm finden. Trotzdem haben wir schon 5. Ich werde gleich erklären, warum. Gewürm. Ein tausendfüßlerartige Kreatur, die auf erfolgreichen Jagden von Liga-Jägern entdeckt wurde. Gewürm, das im Dreck versteckt gefunden wurde und nur von Liga-Eidgenossen gesehen werden kann. Es ist die Wurzel der Unreinheit der Menschen. Die Liga hat es sich zur Aufgabe gemacht, alles Gewürm aufzuspüren und zu vernichten. Vielleicht verbirgt sich etwas Gnade in dem Wahnsinn. Diejenigen, die Gewürm sehen wollen, können dies. Wenn sie sich dazu entscheiden, werden sie mit unendlicher Zielstrebigkeit versehen. Das ganze Ding mit der Liga ist, wir sind ja quasi Mitglied bei der Liga durch die Unreinheit Rune.
Da ist ja auch der letzte Absatz. Gewürm windet sich im Dreck und ist die Wurzel der Unreinheit der Menschen. Vernichte alles Gewürm, ohne zu zögern. Und so weiter. Dieses Gewürm ist ja, was man eigentlich als Liga-Belohnung kriegt oder für die Liga-Belohnung kriegt, indem man anderen Spielern bei Bossen hilft. Und wir haben jetzt 5 Stück, weil ich einfach mal in der Zwischenzeit 4-mal anderen Spielern bei Bossen geholfen habe, damit wir am Ende auch auf jeden Fall genug Gewürm haben, um in der Liga so weit aufzusteigen, dass es sich lohnt für die Informationen, die man da so erhält. Interessant finde ich bei der Unreinheit-Rune auch der erste Absatz. Diese Rune wurde im verbotenen Bestienfresser gefunden und symbolisiert Unreinheit, einen Schwur der Liga. Den Bestienfresser haben wir gerade in der Kleidung der Schutzmänner gefunden. Und das Gewürm findet man hier einfach auch bei Jägern. Obwohl wir nicht mal den Schwur der Liga ausgerüstet haben, können wir trotzdem bei manchen Jägern einfach Gewürm finden. Der Icon ist jetzt, was mich ein bisschen schade ist, weil sehr viel, was sich um dieses Gewürm und um die Parasiten und so weiter dreht, das sind immer Schnecken und Würmer. Und hier ist das Gewürm plötzlich ein Tausendfüßler. Kann natürlich aber auch ein bisschen symbolträchtig sein, weil der Tausendfüßler ist in Japan tatsächlich ein Symbol für Unreinheit, für alles, was schlecht ist, für verfaulte Leichen und den ganzen Quatsch, was halt unrein ist. Also Tausendfüßler sind da ein wirklich sehr schlechtes Zeichen. Hier ja jetzt nicht so sehr, wir haben ja nicht so viele 100- und 1000-Füßler, die für uns relevant wären, aber in Japan gibt es da halt schon ein bisschen größere. Und die sind ja auch nicht schön im Haus zu haben, gerade 100-Füßler, deswegen, ja. Ja, genau, es sind 100-Füßler. Ich rede dauernd von 1000-Füßlern aus Gewohnheit. Steht da ja auch 1000-Füßlerartige Kreaturen, aber 100-Füßler sind ja ganz andere Tiere. So. Und hier liegt noch ein Gegenstand, den holen wir jetzt mal. Da unten ist die Sackgasse, wo der Jäger mit dem Hund stand. Bestienjäger Scythe. Schon wieder eine neue Waffe. Diesmal für geschickte Leute. Sind wir auch nicht. Eine Trickwaffe, die von den alten Jägern getragen wurde. In der Biegung der Hauptklinge befindet sich eine zweite Klinge. In seiner ursprünglichen Form kann der Scythe wie ein langes, gebogenes Schwert geschwungen werden. Aber transformiert ist seine Klinge zusammengezogen und ermöglicht so kurze, wiederholte Stiche. Obwohl diese Trickwaffe im Kampf sehr anpassungsfähig ist, wurde sie später durch Sägen und ähnliche Waffen ersetzt, die effektiver mit den Bestien fertig wurden. Man sieht es am Design sofort, der Scythe ist tatsächlich quasi die glatt beklingte Version vom Sägehackball. Oder auch vom Sägespeer, die sind ja fast die gleiche Waffe. Der Scythe hat einfach eine runde, glatte Klinge, der ist keine Sägewaffe. Deswegen, Sägewaffen sind gut gegen Bestien, deswegen wird der Scythe nicht mehr benutzt. Der Jäger, gegen den ich hier gerade gekämpft habe, hat den Scythe auch benutzt. Und wir haben auch schon in den anderen Gebieten Jäger getroffen, die den Scythe benutzt haben. Gerade die immer die Gewehre auch hatten. Die anderen Jäger haben den Scythe immer nur in seiner ausgeklappten Version. Weil beim Scythe ist es genau andersrum als beim Sägespeer und Sägehackball. Die sind ja normalerweise so eingeklappt und im Trickmodus ausgeklappt. Beim Scythe ist es einfach genau andersrum. Ist nicht wirklich wichtig fürs Spielen und so weiter. Das heißt nur, die anderen Jäger haben alle nur diese ungetrickte Version benutzt, aber der Jäger hier gerade hat beide Versionen benutzt, vor allem die zusammengeklappte, die viel schneller ist, deswegen war der auch einfach unglaublich schwer zu bekämpfen, hatte auch mehr Leben und so weiter, aber das ist ja nicht wichtig dafür. So, hier kann ich jetzt einmal wieder runterspringen und jetzt mal wirklich weitergehen. Wir sind jetzt quasi am zeitlichen Limit angekommen. Und dafür bewege ich mich hier noch ein kleines Stück weiter Richtung Kathedrale. Wir sind wieder im Fluss aus Blut und weil ich nicht lebensmüde bin, verstecke ich mich direkt hier hinter diesen Gesteinen. Da kommen nämlich schon die ersten Henker angelaufen. Das ist hier extra auch so gemacht. Die kommen angelaufen und wenn man sich hinter diesen Statuen und Steinen versteckt, sehen die einen erstmal gar nicht. Die gucken nämlich genau in die falsche Richtung. Mit denen werde ich mich jetzt nicht anlegen wollen. Ich hoffe, ihr seht mich wirklich nicht. Ja, schön. Da drüben geht es auch weiter. Da, wo der eine gerade hergekommen ist, geht es weiter. Und hier geht es weiter. Das ist schon wieder so eine Leiche im Blut. Ich renne hier einfach mal rein in dieses Gebäude hier. Hat ein bisschen Ähnlichkeit zu der Kirche, die nach Altianum führt, wo man diesen Sarg zur Seite fährt und dann ist eine Treppe drunter. Hier ist ja auch eine Treppe. Aber sie sieht eigentlich vom Aufbau her ganz anders aus. Aber was wir hier viel wichtiger haben, ist eine Laterne. Ich nämlich jetzt einfach mal benutze, der ganze Kram da draußen und das Gewürm selber und so weiter. Das soll alles nächste Woche ein Thema sein, wo wir zur selben Zeit wieder mal Bloodborne spielen.
Da kann ich mich dann damit beschäftigen. Jetzt gerade ist die Zeit halt leider schon wieder rum. Ich bedanke mich sehr bei allen Zuschauern und rege Beteiligung. Wie immer lade ich das alles auch auf YouTube hoch und so weiter. Sonst verabschiede ich mich, wünsche euch eine schöne Woche. Ich bin Iresa, bis demnächst.